Jo, was geht ab? Was geht ab, Mannschaft? Was ist fit, Leute? Verkaufe Basti. Was geht ab, Leute? Hört ihr uns? Hört ihr uns? We live, we live. Egal wie viel Uhr, Leute, wir sind immer live. Wir haben unsere Wir Tage. haben uns selbst, wenn es 3 Uhr nachts ist, Leute, wir kommen live. Wir Yes, kommen live. sir. Wie geht's euch, Pauline? Uns geht's sehr gut. Wir hoffen, euch auch, Ich Leute. hoffe, euch auch. So, kurz Link Ich kopieren. auch, Leute. Stream liken, ganz wichtig, Direkt Leute. liken, Leute. Ja, Stark. wir haben eine Story machen. Ja, Stramm liken, Leute. maschinen. Wie ist? Aber will jetzt ein Essen, krank. Ah. Digga, was ist das denn? Digga, stimmt, jetzt habe ich alles gesehen. Das ist ja auch nicht stechen, Die ist Alter. ein Sandwich mit 1000 Wespen drauf und versucht da reinzubeißen, Digga. Alter. Jetzt habe ich alles gesehen. Crazy. Crazy, crazy. Heute Gym durchgezogen. Was ist das für eine Frage? Normal, Digga, Bro. was denkst du denn? Was ist das für Denkst eine du, Frage, eine Ampel, Ampelmänner, wenn er den Gym nicht durchziehen oder was? Natürlich Das wird ist so Gym normal wie Zähne durchgezogen. putzen, Das mein ist Lieber. Routine, Bruder. Stark. Okay. Lenny seit einem Monat Mitglied. Oh. Ehre, Bruder. Vielen Dank. Ihr seid Ehre, die Digga. besten Jungs. Ihr versüßt mir jetzt noch meinen Abend. Fetten Dank, Bro. Freut uns sehr, Mann. Wir knallen noch kurz eine Story raus. Ja, Mann. Auf Chili. Damit so jeder mitbekommt. Chili Vanilli. Wir haben auf jeden Fall Crazy, Mann. mehrere Games am Start. Ja, Auch Mann. noch zwei Random Games. Wir hatten ja letztes Mal auch dieses Patrick-Game gezockt. Dann haben wir die drei Horror-Games full. Und noch ein kurzes. Also eher auch noch ein längeres. Stimmt. Hospital ist auch noch offen. Also ein langes und der Rest ist eigentlich kurz und Hospital 66, falls wir noch Zeit haben. Ja. Neues mit 2,50. Vielen Dank für Ja, den Support. Jungs, wie kann man Mitglied werden? Ist Ist angepinnt ganz oben im angepinnt, das Chat. ist eigentlich immer angepinnt. Genau. Oder erster Link in der Beschreibung. Ja, Mann. Dort kannst du dir Mitgliedschaft gönnen. Du es auffinden, mein Lieber. Jetzt Genau, live. und Mitglieder, ihr wisst ja, Mitglieder können chatten. Ja, Mann. Nur ihre Mitglieder können chatten. Ja, Mann. Minigames, ja, Mann. Auch ein paar Minigames am Start. Safe. Also so drei Minigames, muss ein immer bisschen sein. längeres. Was Favorit von eurem Merch, also Farbe, Motiv? Ich muss Boah. sagen, Faust geht immer so. Faust ist wirklich, geht immer. Ist zeitlos irgendwie. Die geht einfach immer. Und davon haben wir auch die Genau, meisten also mein Faust-T-Shirts. Lieblings-Faust und halt Brownies. Faust und Brownies liebe ich aktuell auch sehr. Genau, also die Aber beiden ich würde sogar gerade. sagen, Lego und Brownies. Ist schwierig. Aber Ja, Faust ist einfach immer so. Das ist also so Faust und zeitlos. Das Brownie. ist so zeitlos, die Na Mann, Faust. Rea mit zwei Schweizer Franken, vielen Dank, Ja, oder? Lego und Ab morgen bin ich Faust. seit 3 Monaten dabei, stark, Bro. Boah, krass. Wild. Oh, hier auch noch einer seit 3 Monaten. Oh, KI heftig. Tiger seit 3 Monaten dabei. Ehre und Vielen, vielen Supporter. Dank. Richtig krass, Mann. Freue mich auf jeden Abend auf den Stream. Ihr kennt einen YouTuber. Vielen Und Dank. egal wie spät es ist, wir sind immer da, ihr wisst. Ja, Mann. Die Tage sind In die immer. Nacht rein, Leute. Ja, Mann. Ihr wisst doch, Leute. So. Nachtschicht. Alles rausgehauen. Bam! Leute. Erstmal Game, danach gibt's eine Mahlzeit. Die wird noch verdrückt. Wird geholt, Ehrenmann, Bruder. Ehrenbro. Jetzt läuft, Bruder. Nice, Mann. Leute, Sprit. Er ist lustige. Sprite, Sprit. Das ist Stimmt, kein ne? Zufall. Und es ist wirklich so wie mein Stream-Sprit. Ja, obwohl er jetzt kein Koffein Nee, oder ist so kein ist, ne? Koffein, aber ich mag das auch, weil ich habe schon meine drei Cappuccinos und ich Ja, brauche so klar. ein Man Getränk braucht ein Getränk auch ohne so für Koffein. Erfrischung und das, ich Genau, wusste. sonst wirkt das auch irgendwann nicht mehr, wenn du Ja. nur Koffein trinkst. Ist so, und das ist einfach Zeit durch dieses Getränk. Und Ja, Mann. Was holen wir, glaube ich, noch ein Pepsi gleich. Aber Pepsi erstmal. versus Sprite. Wir steppen rein, Leute. Wir steppen Ja, rein. Mann. Rein da in die Ach Masse. so, Kopfhörer. Oh ja. Boah, Okay. Spritzig unterwegs hier, spritzig. Ja, Mann. Und mal ganz sanft den Strohhalm rein. So. Leute, Stream liken und los Ja, geht's. Mann. Like den Stream. Support ist kein Mord.
Heute Hospital 66, wenn wir schaffen, auf jeden Fall. Das wird immer so ein Projekt, wenn wir noch Zeit haben. Genau, ich habe gesehen, danach ist es richtig wild, wenn man weiterkommt. Echt? Das sieht richtig aus. Ich wusste auch gar nicht, dass das so lange geht. Ja, voll krass. Wir müssen das durchballern, Digga, auf jeden Fall. Digga, da hängen wir vielleicht noch Monate dran. Und Noyos, herzlich willkommen, Bruder, in der Brownie Gang. Oh, willkommen. Okay, wir haben am Start, Leute. Wir sind scharf. Wir haben das Game Bloody Hello Fest. Klingt blutig. Wildes Game, sah wild aus. Hier noch zwei Mini-Horror-Games. Oh, Renta sieht auch creepy aus, ey. Alle in der Stunden schon. Genau, da. Zwei Mini-Horror-Games. Dann haben wir diese drei Horror-Games full. Wir hatten ja letztes Mal dieses Patrick-Game gezockt. Ja, Mann. Und ah, noch ja, ein auch, so, das geht auch was kürzer. Mhm. Und wenn wir dann noch Zeit haben, Hospital 666. Yes. Würde ich sagen, erstmal das etwas längere. Das geht, keine Ahnung, Stunde oder so. Okay, direkt rein. Let's da. Go, let's go. Let's go. Und spielt ihr Backrooms weiter? Eigentlich Donnerstag können wir Full Backroom Session machen eigentlich. Yo. Ja, Mann. Wow. Boss Minas mit 24 Boss Minas. Euro. Ehrenmann, vielen Dank, Bruder. Könnt ihr mal Digested zocken? Das Spiel ist noch nicht draußen, aber es soll ein krasses Game werden. Es gibt dazu einen Trailer auf YouTube. Es soll ein XXL-Schlange geben im Game. Das ist ein Horror-Survival-Game. Direkt schreibe ich mir direkt auf. Fetten Dank für deinen fetten Support. Vielen Dank für diese geilen Tipps. Ne? Also wir berücksichtigen alles, was ihr hier reinschreibt. Wenn das geil ist, wir gucken uns mal einen Trailer oder so an. Und Paulina, vielen Dank für die 6 Euro. Ja, Mann, fetten Dank. Freue mich so, wenn ihr live kommt. Spielt mal Madison, das ist so ein starkes Horror-Game. Eine Frage am Rande, was ist aus eurem alten Zimmer geworden? Leute, Marvins Zimmer ist jetzt mein Wohnzimmer. Das war ja auch ursprünglich ein Wohnzimmer. Genau, das ist mein Wohnzimmer. Wir hatten ja gar kein Wohnzimmer. Also ich habe auch auf YouTube, bei YouTube Calvin und Kim, da siehst du auch Boom-Tours dazu, also ist jetzt auch fertig. Und ja, das war's, ne? Genau. Marvin hat natürlich hier seine Wohnung. Okay, mal ein bisschen leiser hier. Halloween oder was? Ja, Mann, die Halloween-Vibes. Ja, Mann. Schon mal vorbereiten auf Halloween, Leute. Bist du. Sind zwar früh dran, aber wir bereiten uns vor. So geht fit, oder? Nice. Okay. Okay, Bruder. Ja, Madison und zocken auf jeden Fall auch noch. Nice, ja, auch blutiges Halloween-Fest. Okay. Are you ready, Bro? Yes, sir. 3, 2, 1. Peace, Leute, was geht? Das ist Calvin. Ich bin's Marvin. Und heute ein neues Horrorgame und zwar Bloody Halloween Fest. Ja, Mann, Leute, wir sind in Halloween jetzt schon, Leute. Ja, Mann, wir fangen früh an. Wir sind in Laune schon. Lieber früh als spät. Genau, gibt's das auf Deutsch? Wäre sehr wild. Leider nicht. Egal. Hast ein spanisches Game anscheinend, ne? Genau, ne? Hier ist Spanisch. Oh. Sind auch oft brasilianisch oder so. Games. Ich glaube, es ist ein krankes Game, Leute. Daumen hoch für mehr solche Horror-Games. Let's go. Feier die Grafik jetzt schon. Habt ihr ja, Mann. Es klingelt. Wer ist da? Maya, sind wir das? Jeff, es ist, ich bin's. Du solltest beim Camp sein, vor einer Stunde schon. Oh, shit. Sorry, hab verschlafen. Ich wusste es. Todd, hast du das gehört? Gib mir meine 20 Dollar. Ich habe die Wette gewonnen. Ach so, die haben darauf gewettet, dass wir verschlafen. Wir haben wirklich verschlafen. Du hast gewettet, dass ich verschlafe? Beruhig dich, du kriegst 50%. By the way, weil ich eh wusste, dass das passiert, habe ich Tyler eine Stunde früher gesagt, dass er dich beim Bus abholen soll. Du weißt, the one, der Nähe in deinem Haus. Okay, in der Nähe von deinem Haus. Okay, danke, Jeff. Ich nehme meinen Stuff und warte auf Tyler. Hey, Todd, kannst du mir 20 Dollar geben? Okay. Wo sind wir denn da? Wir warten auf Jeff. War das Jeff? An der Bushaltestelle. Maya, ne? Genau. Wir warten auf Jeff. Creepy sieht schon mal aus hier. Ja, Mann, sehr düster. Rotlicht. Wir müssen hier durch Gassen gehen, ey, Alter. Wo kommen wir hier raus, Alter? Als ob wir da dealen oder so. Bro, so, das ist unser Hauseingang einfach so hier in irgendeine Gasse, Bro. Okay. Nice Street, nice Street. Mhm. Albin. Vielen Dank, Bruder, für wie viele Monate auch immer? 3 Monate, denke ich mal. Ja, korrekt, Mann. Freut okay. Wir gehen zur Bushaltestelle. Ruhige Nacht. Ja, Mann, keiner hier. Alles leer? Oh, Ruhe, Zeitung. Frieden. Okay, wir können keine Zeitung koppen. Wir warten hier auf Tyler oder Jeff. Ja, mal mitten in der Nacht. Ich guck mal, ob ich mich hier umgucken kann. Okay, wir können hier nicht lang. Wir warten. Wir warten einfach. Auf unseren Homie. Auf den Bruder. Achso, Bushaltestelle. Okay.
Das waren noch Zeiten, wo man auf den Bus gewartet. Ja, Mann. Oder so eine Busfahrkarte und so. Oh, ja. Okay. Oh. Eine Zeitung? Hä? Ja. Okay, die Polizei ermittelt einen Fall von 3 verschwundenen Frauen in den letzten 7 Tagen. Oh. Und wir sind ja auch eine junge Frau, denke ich mal. Okay, 3 Frauen im Alter zwischen 20 und 24 sind vermisst worden diese Woche. Okay, in einer Nacht sind die verschwunden. Er hat einen komischen Typ rumlungern sehen. Zwischen den Häusern halt rumgelungert, der Typ. Wie auch immer. Wegen schlechtem Licht in der Area konnte er nicht so viel erkennen für die Identifikation. Die Stadt ist erschüttert wegen diesen Vorkommnissen und Autoritäten haben den Bewohnern geraten, nachts rauszugehen, also wenn es dunkel ist, die Türen schließen, Fenster schließen und verdächtiges Verhalten sollen die Leute melden. Okay, also alle, alle sind gewarnt, ne? Ja, Mann, alle sind gewarnt. Crazy. Dominik mit 6 Euro. Vielen Dominik, Dank, oder? Vielen, vielen Dank. Jüri 60 Kilo, meint ihr, es ist möglich, in 2 bis 3 Jahren 30 Kilo Muskelmasse aufzubauen, also, oder ist das unrealistisch? Also 30 Kilogramm, das also Muskelmasse ist natürlich, wirkt, das ist sehr viel. Genau, Gewicht also, natürlich. Du wirst zunehmen, mach auch nicht zu schnell, nicht, dass zu viel Fett dabei ist, Stück für Stück. Wieg dich immer unter denselben Bedingungen, morgens auf leeren Magen, kurz nochmal einen Klogang und dann wirklich auf leeren Magen immer wiegen und dann Stück für Stück zum Beispiel die Kohlenhydrate steigern, Eiweiß natürlich immer abgedeckt haben, jeden Tag, wichtig, ist so wie beim Videospiel abspeichern. Ja, aber 30 Kilo ist unrealistisch. Geht nicht, Digga. Nicht mal am Bier mal 30 Kilo pure Muskelmasse zugenommen? Ich habe mit 70 Kilo oder 69 Kilo angefangen in meinem Leben und ich wiege jetzt 85. Bin jetzt gerade wieder am Schwedden. Ja, also so 20. Und du siehst ja, wie ich aussehe. So 20 Kilo ist eigentlich natural nur möglich. Ja, so. Wenn du 15 Kilo jetzt reine Muskelmasse hast, siehst du heftig aus. Genau. Also, du weißt, damit du eine Relation hast. Genau. Aber nimm langsam zu, Stück für Stück. Eiweiß, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Gesunde Fette, so 0, also gute Fette, 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und dann die Kohlenhydrate, einfach so viel, wie du essen kannst. Und dann aber, dass du nicht zu schnell zunimmst. Also guck echt so, dass du immer Stück für Stück zunimmst und einen guten Look dabei hast. Yes, yes, sir. Ah ja, Projekt 13 Hardcore ist ja auch draußen. Stimmt. Ah, stimmt. Das muss ich mir direkt ausschreiben. Hat Albi mir noch ein Screen geschickt? Ja, Mann, Albi mit 3 Monaten. Reicht 25 Mal die Woche Gym oder ist zu wenig? Was sagst du? 100 Mal. 25 Mal die Woche? Ja, 100 Mal, Digga. Ist ein bisschen wenig, Bro. Das ist schon läppisch, Alter. Ja, Mann. Ja, genau, schreib dir das auf, das sah schon krass aus. Projekt 13, Extreme. Ja, Mann. Krass. Das heißt doch so, ne? Irgendwie, keine Ahnung. Wow, Digga! Was ist das für ein Typ, Alter? Oh mein Gott, Maya, was erschreckst du mich? Okay, irgendein Typ mit Sonnenbrille in der Nacht, Alter. Alter. Was machst du hier alleine? Du bist ein Schnauzbart hier, ey. Der Bus. Busse kommen nicht so spät. Kannst du aus meinem Gesicht gehen? Hat dir keiner beigebracht, ordentlich mit Leuten zu. Leuten. Achso, hat dir keiner beigebracht, Leute nicht so anzumachen? Wartest du auf jemanden? Geht schon nichts an. Ich warte auf ein Mädchen, sagt er. Ich dachte, ich habe sie gefunden, okay. Über was redest du? Ich liebe es, nachts draußen zu laufen, in der Ruhe. Die Stadt ändert sich komplett. Du bist verrückt, Bruder. Bro, er ist breit, aber Busch! Maschine, der Typ! Massiv! Der zieht seine Workouts durch, ne? Der Typ geht ins Gym auf jeden Fall. Ja, Mann. Aber dennoch creepy, ne? So einen will man ja nachts nicht begegnen als Frau. Mit Sonnenbrille. Bro, er geht hier rum jetzt. Er lungert hier rum. Ja, ich wandere hier. Aber wir warten immer noch. Er ist schon verdächtig. Kollegen, er ist schon auf der Verdachtsliste auf jeden Fall. Er lungert schon hier komisch rum. Ist so. Er sagt, Busse kommen nicht, aber er wartet auf ein Mädchen, meint er. Ja, Mann. Das ist schon sehr komisch. Dass er uns schon im Auge hat. Eine Anspielung auf uns selbst, meint er. Ja, Mann. Vielleicht. Oder ist das jetzt unser Security? Wie der da rumgeht. Bro, er geht hier rum wie Security. Aber wir warten immer noch auf Jeff, ne? Ja, wo Mann, der soll mal kommen langsam. Ich komm schon, Creeps, wo ist der? Wir wollen doch nur zur Arbeit. Oder? Wir wollten zur Arbeit, ne? Ja, ich glaube schon, ne? Okay, lungert ja. Aber Nachtschicht dann, ne? Ja. Oh, er bleibt hier stehen. Yo! Wow! Yo! Alter, ein Messer! Shit. Und er guckt uns an! Nein! Wir können nichts machen, ich kann nichts machen. Oh shit, das ist der Mörder. Wie krass ist das jetzt gerade? Nein! Nein! Wo? Hä? Alter!
really, nigga? Digga, was war das für ein Typ? Was ist das für ein Auto? Oh, er ist weggerannt wegen dem Auto. Wegen dem Auto? Er hat Angst bekommen. Ey, lass abhauen, Digga. Oh, Jeff, Bruder, zum Glück kommt er. Ey, was für ein Creep, zum Glück ist er gekommen. Oh mein Gott. Ah, das ist unser Kollege Jeff. Oh mein Gott. Tyler. Er hat schon hey, Maya. Wer war der Typ? Ich weiß nicht. Er hat mich angecreept. Sind komische Leute hier unterwegs. Komm rein. Oh, shit. Alter, Tyler hat uns gerettet, Mann. Was geht da ab, Mann? Huh? Ist das Tyler? Tyler, okay, das ist Tyler. Okay. Und hier sind wir. Noch ein Jahr. Was ist der Plan? Wir müssen dekorieren für Halloween und Games ready machen, okay. keine Sorge, es gibt plenty of time. Okay, wir haben genug Zeit, um alles zu klären. Schöne Spiele für die Halloween-Party, ne? Ja, Mann. Tu dein Stuff in die Kabine und wir treffen uns in der im Esszimmer. Okay. Nice, nice. Auf jeden Fall krasser Vibe zum Dunkeln. Ja, Mann. Okay, finde deine Kabine. Hier gibt's mehrere. Boah, hier ist eine richtige Halloween-Party. Alter, voll das ist ein krass Feeling. Boah, hier deine Kabine hier. Das ist wirklich mal eine Halloween-Party. Hier miese, keine Ahnung, Lagerfeuer. Kann man krass ausbauen, ne? Bro, voll der Vibe, man kann rausgehen. Dunkel, Alter. Okay, ist nicht meine Kabine. Wir müssen jetzt einfach... Boah, die Crips am Start, Alter. Okay, auch nicht unsere. Auch nicht unsere. Oh, die ist es doch, oder? Die ist schön hell. Auch leider nicht. Okay, alles die gleichen Hütten, aber. Hier, mies Holz am Start. Feuerholz. Oh, okay, das ist anscheinend unsere Hütte. Richtig neues Projekt, 13 Game Name. Haben wir schon aufgeschrieben. Ja, Mann, die Leute wissen schon unser Ding, ne? Wird auf jeden Fall kommen. Unser Rucksack hingetan. Oh, wir haben Doppelbett. Oh, sind wir noch jemanden angelehnt, ne? Haben wir noch jemanden auf Zimmer? Wir haben ein Telefon, okay, wichtig, wichtig. Schraubenzieher. Können wir noch nicht nehmen. Vielleicht ist der noch wichtig. Merken. Können hier Dart spielen, auch entspannt. Hier wahrscheinlich Badezimmer, ne? Oh, ist einfach cool dunkel. Wir sehen leider nichts. Aber Leute, das ist auch, der Ort ist auch ein Paradies für diesen Creep, ne? Wenn der auftaucht. Stimmt, aber wir sind ja. Aus dem Buschloch. Yo. Was denn? Sehe ich das gerade richtig? Ein Strick? Ist da ein Strick? War da gerade. Leute, von hier oben sieht man. Was ist das? Leute, Alter, da ein Strick. Was ist denn jetzt los hier? Ey, langsam zweifel ich am Tyler, ne? Was hat der vor, Digga? Wo sind wir hier? Was hat sind die ne? Schon? Ob der da echt eine Party feiern okay, will? Feiern. Also, das wird langsam merkwürdig. Okay, wir sollen uns treffen mit den anderen. So nebenbei, wo sind die anderen überhaupt? Ja, wo sind die? Also. Ach so, ein Esszimmer meint er. Beim Essen treffen. Okay, wo ist das? Ah. Dann sieht man das besser. Die S-Kabine, Alter. Jo, warum hängt hier ein Strick, einfach ein Strick, Bruder? Was haben die vor? Was passiert hier? Hallo? Okay, verpixelte Gemälde. Wir sind in irgendeiner Hütte von jemand drin. Okay. Aber ist keiner da, ne? Niemand hier. Oh, hier geht's ja noch weiter. Oh, krass, wie groß. Okay, ist XXL-Hütte. Ja, ist groß, vielleicht ist das Essen. Oh, okay. Oh, die gehen schon ab hier, okay. Schon in guter Laune, schon am Vorglühen. Okay. Schon am Saufen schon oder mies, was? Mies drunk, Alter, yo. Best. Bettina, Bro. Jeff. Jeff. Tom geht komplett durch. Tyler macht Habbo-Dance, Alter. Sieht aus, Alter. Ey, Leute, wer kennt Habbo-Hotel? Richtige Habbo-Dance. Maya, du bist endlich da. Komm. Ich muss dir was zeigen. Okay, die will uns was zeigen. Der sieht einfach Elvis Haarschnitt, Digga. Oh, gute Kante auf jeden Fall. Ja, Mann, sind alle ziemlich gut gebaut. Ja, Mann. Ich glaube, das ganze Holzhacken und hier. Gut Seitheben für die Schultern. Ich glaube, das Holzhacken und so hält die alle in Form hier. Ist so. Stabil. Stabiler Haarschnitt, Elvis, Digga. Bettina. Wild. Voller Fokus, will sie uns was zeigen? Das ist ihre Hütte oder was? Nee, geht die zu unserer Hütte? Ich bin sehr gespannt, was er zeigen will. Okay, die kommen mit in unsere Hütte. Scheint was sehr Privates zu sein. Ja, Mann. Okay, die steppt einfach hier rein. Okay, jetzt machen wir Tür zu. Was ist los? Wie ist dir das Leben in der neuen Stadt? Hast du den Job bekommen, den du wolltest? Ja, hat sich aber rausgestellt, dass der Shit ist. Wie jeder andere Job, den ich hatte. Manchmal denke ich, ich hätte in meiner Stadt bleiben sollen und mit dem Familienbetrieb weitermachen sollen. Maya work at parents' bar.
Maya soll ihr ganzes Leben bei ihren Eltern arbeiten? Niemals. Du warst immer schon ein Rebell und die Schlauste unter uns. Du musst einfach weiter versuchen, einfach weitermachen. Okay. Du wirst schon das bekommen, nachdem du guckst. Denkst du? Yes, sir. Ich gebe einen Zuspruch. Yo. Was ist das denn? Was denkst du? Einfach so Bikini oder was ist ja. das? Sind das die, die du mir gezeigt hast? Ich trage die heute Nacht. Diese Mädchen ist richtig sexy. Wer ist der Glückliche? Jeff, okay, die will Jeff klären. Okay. Leute, was, sieht wild aus, oder? Ja, auf jeden Fall Pläne. Du datest Jeff? Psst, keiner weiß das. Noch keiner weiß das. Ich will das nicht zum Thema machen heute, sonst macht jeder Späße drüber. Wow, einfach wow. Seit wann? Nicht lange, seit einer Woche. Außer, dass er ein lustiger Typ ist, ist er ein Arsch manchmal, aber er ist romantisch. Maya, Beth, let's all... Okay, lass zum Feuer. Let's go. Okay, bist du ready für die Horror-Stories? Ich denke schon, let's go. Also am Lagerfeuer. Okay, Klassiker, auf ja. zum Lagerfeuer. Oh, die hat sich einfach wegteleportiert. Die hat sich einfach weggebeamt, Digga. Okay, wir gehen zu den anderen. Wir machen mal unsere Hütte. Bruder, die sind schon alle da. Oh, mit Marshmallows. Okay, Welt. Da wird's richtig zelebriert. Okay, alle hier. Top. Ich bin sicher, alle haben gehört über den Konzellor, ich weiß, was das heißt, der sein Leben verloren hat vor 20 Jahren hier im Camp. Sein Name war Derek. Es startete als ein Prank. Mit den anderen Konsuleuren. Eine Nacht wie diese. Also während der Vorbereitung auf eine Halloween-Party. Oh, also genau das Szenario. Die Konsuleure dachten, es wäre witzig, Derek zu pranken. Aber erst haben sie ihn erschreckt. Erst haben sie ihn normal erschreckt, dann sind sie alle zum Feuer gegangen, um Horror-Stories zu erzählen. So wie wir gerade machen. Einer der Konsuleure hat die Story vom Pumpkin Killer erzählt. Der Pumpkin Killer? Ja, eine alte Legende. Mein Opa hat es mir erzählt. Es war ein Kind. Viele Jahre zuvor in der Stadt haben sie eine Hexe gefunden und haben sie lebendig verbrannt. Aber bevor sie gestorben ist, hat die Hexe erzählt, dass jedes Jahr um Mitternacht, genau am Beginn vom 31. Oktober, ihr Geist zurückkommt und Rache sucht an jeden. Okay. Okay, es wird gesagt, dass der Fluch den Serienkiller zurückbringt, der nicht getötet werden oder verletzt werden kann. Sein Kopf ist ein Kürbis und keiner hat sein Gesicht jemals gesehen. Okay. Also eine Kürbismaske. Kürbiskopf, ne? Ja, Mann. Nach der Story ist eines der Mädchen, hat ein Mädchen auf einmal geschrien und hat in die Bäume gezeigt, einfach so in den Wald gezeigt. Und da war er, der Pumpkin Killer, der eine Axt in der Hand hielt. Jeder hat geschrien und ist weggerannt. Aber der Killer war nur hinter Derek her, der in die Kabine gerannt ist und sich eingeschlossen hat. Einer der Konsuleure hat den Strom ausgemacht und dann ist jeder um die Kabine gegangen und haben an der Wand geklopft. Lass mich allein, ich habe nichts gemacht, hat Derek geschrien. Von der Kabine. Und man hat ihn weinen gehört. Krass. Dann ist alles ruhig geworden. Und nach ein paar Sekunden haben Dereks Freunde angefangen zu lachen und geschrien, it's a prank. It's a prank. It's a prank, Bro. Derek, du kannst rauskommen. Es tut uns leid, okay, war nur ein Prank von den ganzen Leuten an Derek. Aber Derek hat nicht geantwortet und nicht die Tür aufgemacht.
Okay. Ganz in Ruhe haben die Konsuleure sich langsam Sorgen gemacht. Und sie haben den Strom wieder angestellt. Einer der Leute ist durch das Fenster gegangen, um zu sehen, was passiert ist. Derek war tot. Oh, nicht, dass er sich umgebracht hat. Alter. Der eine, der getan hat, als wäre er der Pumpkin Killer, war einer von Dereks Zimmergenossen. Wie ist der gestorben, frage ich mich, ne? Vielleicht hat er sich umgebracht, weil er... Vor lauter Angst. Ja, vor lauter Angst oder so. Der hat Angst abgehackt, ja. Abgeschlachtet zu werden. It seems that the wild... Okay, es sah aus, als er die Axt für den Prank rausgeholt hat. Hat er die anderen auf dem Boden gelegt? Okay, während der Panik und Dunkelheit ist Derek... Oh, ist Derek... Achso, wegen der Dunkelheit und Panik ist Derek runtergefallen mit dem Kopf in der... Achso, in die Axt gefallen. Oh, der ist da waren noch Äxte drin in dem Raum. Und der ist auf die Axt drauf. Genau, mit seinem Kopf in die Axt gefallen. Ah, wahrscheinlich an die Klinge, ne? Und die war ja nach oben gerichtet und der ist mit seinem Kopf da reingefallen. Boah. Seine Freunde haben den, ja Mann, im Blut durchströmten gefunden und sein Kopf war in zwei geteilt. Alter, Bro. Leute, das war eine Schaffnachs. Dann... Wow! What the heck? Was ist das? Dann, Tyler, ist nicht witzig. Es ist witzig. Okay, genug Stories. Wir müssen arbeiten. Oh shit, Alter. Maja, es sind immer noch Dekorationen. Der Digga schwebt in der Luft. Ja, denkst du gerade auf, wo chillt der gerade, Alter? Jetzt los, ey. Du kannst die Kürbisse platzieren am Eingang. Ich denke, sie sind in der Kabine am Fluss. Sicher, sicher, sicher. Okay, wir müssen weiter dekorieren. Okay. Let's go. Weiter okay. In Partystimmung kommen. Okay, wo war hier mal Fluss? Ja, er dekoriert irgendwas, Tyler. Ich bin froh, dass du hier bist dieses Jahr. Okay, alle hier fleißig am Dekorieren. Haben wir hier ein Gas geben. Ja, Mann, aber ich habe noch keinen Fluss gesehen. Ich denke mal, die sind ist irgendwo hier hinten. Okay, hier wahrscheinlich nicht. Ich guck mal hier. Hey, ich finde auch, dass da hinten eine Vogelscheuche gleich chillt oder hey, so. Hey, der chillt hier, Mann. Hä? Ja, wer ist das? Jo. Ah, oh, die küssen sich. Wer ist das? Erwischt. Ihr zwei solltet in eure Kabine gehen. Oh, shit. Wir wurden erwischt. Beruhig dich, Maja. Maja weiß Bescheid. Was? Du hast es erzählt? Maja ist eine gute Freundin. Sie sagt nichts. Ich bin ein Grabstein. Ich sag nichts. Come on, Jeff. I have something. Ich habe irgendwas geplant. Okay. Kannst du mir einen Gefallen tun, Maya? Okay, was brauchst du? Jeff und ich sollten den Halloween. Achso, die Halloween-Pinata aufhängen. Und. It's on the gallons. Okay, irgendwo aufhängen. Kannst du das machen? Okay, tschüss. Was sollen wir alles machen? Dicker, ich denke schon. Wo ist sie verstaut? Im Workshop nähe der verbotenen Area. Voll die Locations von den ganzen Sachen verbotene so, ne? Verbotene Area? Du meinst alte Workshop? Yes. Sie haben noch keine neue gebaut. Sollte es nicht diesen Sommer gebaut werden? Ja, das war der Plan, aber die hatten nicht genug Geld. Okay. Okay, ich mach das mit der Pinata und platziere die Kürbisse. Wir sind Arbeitstier, wir machen das. Okay, die sind auf Kabine gegangen. Crazy. Hier sind die Kürbisse, die wir brauchen. Oh, hier ist ja der Fluss. Hier ist ein mieser See. Das ist ja. Also der Vibe ist auf jeden Fall da. Auf jeden Fall. Hey, sind noch Kerzen. Sollen wir die auch mitnehmen? Komm, nehmen wir einfach mal mit. Ah ja, muss ja in den Kürbis eine Kerze rein, ne? Genau. Okay, ich denke mal, da ist die verbotene Area dann da hinten, ne? Okay, am Eingang sollen wir die platzieren. Let's go. Hauptsache, wir sind so zu viert oder fünft und einfach so voll die etlichen Quadratmeter. Ja, Mann. Ich frage mich, ob noch. Ich denke, es kommen noch mehr, ne? Safe. Also, ich denke auch, ne? Ja. Okay, krass. Zack. Zack. Okay, wilder Eingang.
So, jetzt brauche ich nur noch ein Feuerzeug. Vielleicht hat Tyler eins, ich sollte ihn fragen. Okay, wir brauchen Feuerzeug. Okay. Wer war Tyler? Der die Geschichte erzählt hat? Ja, der. Ist eigentlich irgendwo drinnen, ne? Oh, der Bro. Ah, der war doch hier. Ah, da. Ist hier, Bro. Hast ein Feuerzeug. Ich hab's Todd gegeben. Check drin ab. Todd, Bro. Hast du Tylers Feuerzeug? Ich brauche eins für die Kürbisse. Ich hab's auf den Tisch gelassen, aber bring's mir zurück. Ich brauch's immer noch. Okay, okay, okay. Bringen wir den natürlich zurück. Natürlich, natürlich. Ja, doch. Mmh, auf den Tisch. Geht ab. Let's go. Boah, ich glaube, das werden wir brauchen, das Feuerzeug. Ja, Mann. Ich glaube, es wird noch dick dunkel. Ich glaube, wir behalten das lieber, oder? Ich glaube, wir geben das lieber nicht zurück. Ja, Mann, behalten das. Das ist immer wichtig, Bruder. Okay. Let's go. Let's go. Okay, fertig. Zeit für die Pinata. Aber erst muss ich Tyler das Feuerzeug zurückgeben. Müssen wir es wirklich machen? Sollen wir mal stalken, ob die im Zimmer sind? Ja, Mann, guck mal rein. Guck mal. Wir checken mal die Zimmer ab. Oh. Wir können jetzt in jedes Zimmer rein. Oh, lass mal alles ab. Leute, wir stalken, oder? Aber welches ist deren Zimmer jetzt? Wir checken einfach alle ab. Big Stock. Wir suchen ja nur die Dings, ne? Diese Pinata. Leute, Stream like nicht vergessen. Yes, like den Stream. Ganz wichtig. Okay. Oh, ein paar Poster hier drin. Oh, ist ein Kürbis. Einfach ein Kürbis. Jasmine. Okay, okay, okay. Schau mal, da steht hier ein Name, eben war noch gar kein Name. Alles aber auf sich. Das ist Jasmine aber. Hier ist unsere. Genau. Die machen wir auf jeden Fall zu. Die lassen alle auf außer unsere. Genau, schön markiert. Okay, die sind gar nicht auf Zimmer. Wo sind die? Hä? Haben wir alle alles abgecheckt oder gibt's noch? Ja, wir haben mal abgecheckt. Das war's? Ja, Mann. Oh, was? Wo sind die hin? Special-Zimmer oder was? Achso, wir müssen dem sein Feuerzeug geben, hier, Bro. Thanks! Okay. So, jetzt gucken wir nach der Pinata im verbotenen Ort. Ja. Gibt es verschiedene Enden? Boah, kann sogar sein! Oh, shit! Ich bin auch gespannt, ob es von Entscheidungen abhängt, ne? Je nachdem. Oh, vielleicht müssen wir Entscheidungen treffen. Ja. Oh, da. Boah, halten wir jetzt noch das Feuerzeug, ne? Gib uns das Licht wieder. Oh! Oh! Shit, Alter! Alter! Das ist ein Vogelscheuche oder was? Pinata! Das ist die Pinata! Was? Das ist ein Vogelscheuche, was soll okay, das? Okay, Zeit die Pinata aufzuhören. Ach so. Krass, ja. Oh, der Generator. Okay, funktioniert. Wenn mal was ist mit dem Strom hier hin, ne? Okay, nice, ja. Okay, okay, okay. Ist hier sonst noch was? Ey, wo sollen wir die eigentlich aufhängen? Boah, hier ist noch ein Gang. Wir gucken jetzt alles an. Okay, da hab ich nicht hin. Kann Sinn. Schade. Im Gallows. Ich denke mal da, wo dieser Essbereich ist, ne? Bestimmt auch irgendwo, wo die Lichter sind, ne? Am Eingang. Oh, er ist weg. Ja. Hey, ist zu. Oh. Ist hier eingeschlossen. Was macht der? Ist tot? Wer ist da noch? Ist er am Smoken oder was? Was treibt der da? Er sitzt da einfach. Dachte, top. Was sind Gallows? Am Eingang? Ah, vielleicht hier. Ah, der kommt da, ein Galgen, ja. Leute, wir haben schon. Okay, fertig. Nichts mehr zu tun. Ich gucke, ob hier noch jemand Hilfe braucht in dem Esszimmer-Ding. Okay, dafür ist der Galgen. Hat das auch aufgeklärt. Mhm, mhm. Der Bruder genehmigt sich hier. Ein schönes Bierchen. Hey Maya, nimm dir ein Bier und join der Party. Ist das, was du Party nennst, Tyler? Wo ist Tyler?
Er hat gesagt, du... Er guckt nach dir beim Workshop. Ich dachte, du wärst lost. Okay, er wird wahrscheinlich zurückkommen, wenn er sieht, du bist nicht da. Oh shit. Was passiert hier? Ist gut, ja. Ja, was ist falsch mit den Lichtern? Weißt du, ob der Generator gefüllt ist? Keine Ahnung. Was los? Ich habe ihn diesen Abend angemacht, aber ich habe vergessen zu checken, wie viel Benzin drin ist. Stabil. Okay. Wenigstens haben wir Kürbisse. Ja, Kürbisse. Und was jetzt? Jemand muss zum Generator. Hier in dem Tyler's Licht. Ja, warum müssen wir alles machen? Ist so. Was meinst du in dem Tyler's Licht? Dienstmädchen, alles. Willst du nicht mit mir kommen? Ich schwöre, Alter, lass dir ja Mädchen alleine rumlaufen. Ja, Mann. Wer, ich? Niemals. Ich gehe nicht im Dunkeln. Ich gehe nicht im Dunkeln zum Generator, sagt er. Come on. Und ich weiß, ich denke, du hast dich eingeschissen. Du solltest deine Windeln wechseln. Alter. Oder du ziehst Fliegen an. Haha. Ich lache. Der bleibt einfach dein Bier da enjoyen. Okay, wir haben sein Dings. Bruder, ja, was ist das für ein Typ? Lass uns hier alleine dahin, Alter. Chillt hier seine Eier mit seinem Bier? Wow, Tyler, Bro. Ich dachte, du wärst lost. Hab nach dir gesehen. Was mit den Lichtern? Todd hat gesagt, ich soll den Generator für die Level checken. Typisch von ihm. By the way, wo ist der? Er ist hier hinter mir im Dining-Dings. Er hat Angst, zum Generator zu gehen in der Dunkelheit. Hoffnungslos. Ich werde mitgehen. Okay, perfekt. Nice. Er kommt wenigstens mit, auch korrekt. Wo ist Jeff und Beth? Oh, sie sind beschäftigt, dürfen wir nicht sagen. Beschäftigt? Ich denke, die sind immer noch am Dekorieren und die Spiele für morgen vorbereiten und alles. Okay. Achso, ich dachte, wir wären fertig. Was, anscheinend nicht. Da ist Gas im Workshop. Check's aus. Go ahead. Okay, wir checken den Generator. Ich bin gleich da. Er geht kurz weg. Er macht einfach einen Abgang. Ich habe das Gefühl, die wollen uns pranken irgendwie. Das ist irgendwas im Busch. Ne? Ach so, er chillt hier. Kreuz ist Kreuz. Stabile Kreuz, Bro. Okay. Tyler, kannst du mich hören? Ja, was ist los? Generator ist kaputt. Oh. Was meinst du? Jemand hat die Kabel zerschnitten. Hey, oh, Leute, ich habe das Gefühl, dass der Typ von der Bushaltestelle mit dem Messer. Bist du sicher? Vielleicht eine Ratte hat das gebissen. Die Schnitte sind clean. Das könnte keine Ratte. Es war keine Ratte. Ey, warte, ich komme. Die Schnitte waren zu. Wow, clean, Mann. Warte mal. Alter. Keine Ratte. Yo, Tyler, alles gut, Tyler? Shit, was passiert? Oh nein, Tyler, Bro. Ich muss ihn sehen, schnell. Oh shit. Warte, ich nehme an. Er war hier, Bruder. Yo. Fingerabdruck, ist das Blut, Tyler? Ich hoffe, es ist keiner deiner Pranks. Alter. Oder bist du tot? Ein Schrei und ein... Ich gehe besser zurück zum Camp? Lass doch gucken. Locker hat er sich doch kurz hier Kunstblut dran, dann geschrieben. Ja, Mann, die wollen uns pranken, Alter, ich schwöre. Ich schwör's dir, die Party geht gerade los, Mann. Das ist ein Prank. Dings, die beiden waren auch gar nicht da, Alter. Ja, erster Party-Prank. Die haben geguckt. Ey, vielleicht wollen uns auch diese anderen pranken, die aufs Zimmer wollten. Ist gar kein Zimmer. Ja, die waren gar nicht da. Es geht hier nur um einen fetten Prank. Mal sehen. Da haben sie noch eine Pinata aufgehangen. Oh mein. Yo! Das ist Todd. Todd, Bro? Wer war nochmal Todd? Der hätte sowas tun können. Der aufs Zimmer wollte? Der in der Kabine gechillt hat mit seinem Bier. Alter. Oh shit. Ey, der ist, ich muss die anderen finden. Beth. Ey, Leute, ernst. Oh shit. Der erste, der erhangen wurde. Oh shit, das wird ernst. Oh nein. Der Druck steigt, Leute, die Musik. Die Tür ist offen. Beth? Ich komme. Okay, sie ist da. Sie ist da. Beth ist da. Quietsch. Maya, was geht? Ich bin beschäftigt. Wir müssen die Polizei rufen. Jemand hat Todd ermordet und Tyler ist vermisst. Okay, Maya, ich habe keine Zeit für deine Späße. Es ist kein Spaß. Wenn ich dir sage, Todd ist tot, jemand hat ihn gekillt. Und er hängt am verdammten Galgen.
Okay, Maja, was auch immer du sagst, jetzt muss ich wieder rein und fortführen, was ich getan habe. Warte, Alter, der hängt da! Komm mal raus jetzt! Und die wieder. Was war das für ein Geräusch? Jeff, alles gut? Vielleicht sieht der Mörder. Ey, die ist doch irgendwie Jeff? Komisch. Der hat gerade geschrien. Gib mir eine Sekunde. Yo. Ey, die hat doch ja Dreck am Stecken, Alter. Sie ist creepy. Leute, was ist denn los? Yo. Sehr. Okay. Ey, wir müssen da rein, Mann. Bruder, die hat beschlossen. Boah, mach mal auf. Oh, shit. Wir müssen gucken. Oh. Man sieht nichts. Sieht man nichts? Ey, Leute, die hat Dreck am Stecken. Da ist irgendwas faul. Sie dreht komplett durch. Killt alle hier weg. Shit, was sollen wir machen? Alter. Sollen wir. Warte, wir haben noch hier ein Telefon. Ich rufe die Polizei. Ey, unsere Kabine geht nicht auf. Raus! Shit, wir können nicht. Schreibst du da? Locker hast du den mit Handschellen da gefesselt und den da nebenbei erhangen. Okay, Oh, warte. Irgendwas. Bolzenschneider. Oh, wir können das jetzt aufbauen. Okay, nice, nice. Sorry, Bruder. Sorry, Torte, aber wir brauchen den. Verdächtig ist aktuell Bett. Wir brauchen den. Mach auf, Alter. Let's go. Mach auf, was machst du da? Was treibst du da? Es tut so, dass die hat ihn getötet. Wir müssen die Polizei rufen. Geht ab. Jeff ist tot. Ich weiß, es tut mir leid. Aber, wir müssen es jemand sagen, sonst sind wir die Nächsten. Beth, I need to. Beth, du musst reagieren. Gut, es tut mir leid. Kannst du die Polizei rufen? Okay, oder ein Killer kam rein. Ja, weil das Fenster war offen, ne? Ja. Nur komisch, also, dass man erst ausschneiden. Wir verdächtigen die gar nicht. Ja, Mann. Also im Spiel zumindest nicht. Ja. Leute, das geht ja kranke Scheiße, ey. Rest in peace, Tyler. Das Telefon funktioniert nicht. Ich glaube, jemand hat die Leitung gecuttet. Das ist breit gebaut. was mit dem Phone in der Kabine? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wer auch immer da ist, hat alle Telefone zerstört. Ich denke, keiner wird abhauen. Was zur Hölle machen wir jetzt? Die Autos, richtig. Die verdammten Autos. Wo sind die Schlüssel? Ich weiß nicht, Tyler hat die irgendwo hingetan. Könnte in der Kabine sein. Bist du sicher? Nein. Ich habe keine Ahnung. Okay, wir checken. Ich komme mit dir. Ich bleib hier nicht. Okay, wenigstens kommt die mit uns. Sie ist ein bisschen verdächtig trotzdem. Wow. Yo! Oh shit! Okay, sie war es nicht, wir haben sie zu Unrecht verdächtigt. Oh shit. Haben wir es eingeschlossen? Lass durchs Fenster. Über ihn klettern. Nochmal Abgang, Bruder. Was? Irgendwas mit Schraubenzieher? Okay. Wir hauen ab. Walter. Oh shit. Ja, lass eine Leiter. Komm, wir dampen rein, Digga. Wir brauchen eine Leiter. Achso, wir brauchen die. Was ist die Leiter? Oh, also. Gott. Der Pumpkin Killer ist real, Leute. Das war schon eine Erzählung. Okay, er existiert. Er ist real, Leute. Okay, wir sneaken uns hier rein. Let's go. Verrückt, Leute, der ist am Start, Mann. Wo hätte Tyler die Schlüssel hin tun können? Sind jetzt alle tot? Alle sind tot, ne? Lebt nur einer oder sind alle tot? Ich glaube, alle sind tot. Ey, Leute. Außer wir, Bro. Wir sind die einzigen. Okay, wir müssen nach Schlüssel suchen, das Teil ist. Oh nein, er weiß. Nicht schon wieder, nein. Okay, wir müssen schnell sein. Let's go. Nix. Oh, sind die Schlüssel. Wir brauchen Loot für den Kampf. Auch nicht hier. Oh shit. Wo sind die Schlüssel? Er ist weg. Sie sind nicht hier in der Kabine. Ich denke, Maja. Ja. Vielleicht kann ich den See überkreuzen und ein Kanu nehmen. Oh, sehr abenteuerlich, aber... Ich denke, da sind auch Häuser auf der anderen Seite. Vielleicht ja, können die mir helfen. So können wir von der Insel... Okay, guter Plan, guter Plan. Okay, komm, wir machen Abgang. Let's go. Schnell, Digga. Sieht clean aus. Sieht gut aus. Eine nette Party. Es gibt mehrere Enten, ne? Abzischen, Mann. Es gibt mehrere Enten, Bro. 100%? Sollen wir das machen, was sie sagt? Wir müssen, glaube ich, ne? Der See ist schon geil, ne? Lass mal da hingehen. Tyler!
Er lebt. Er lebt noch. Tyler, ja, du bist am Leben. Abgehauen, ne? Mit der blutigen Hand. Stimmt, wer war denn der, mit dem die da rumgemacht hat? Der war am Fenster. Ah, stimmt, das war Todd, ne? Ja, Mann. Oder ne, keine Ahnung. Tyler, du lebst. Alles gut? Jemand hat mich attackiert. Ich bin abgehauen und konnte entkommen. Ich bin überall aufgeschnitten. Ja, wer sind die anderen? Die sind alle tot. Beth, Jeff und Todd. Achso, Jeff war das. Es ist ein Albtraum. Wo sind die Kanus? Ich weiß nicht. Ich bin hier hin, um den. Der wollte den gleichen Plan machen. Der wollte auch den See überqueren. Aber keiner war hier. Ich verstehe nicht, was passiert. Verdammt. Wir müssen sie finden und hier raus. Das Camp ist abgeschlossen. Die Autoschlüssel sind vermisst. Telefone funktionieren nicht, Kanus sind weg. Wie sollen wir hier weg? Schwimmen? Der See ist zu groß zum Schwimmen, wir würden erfrieren. Und es nicht auf die andere Seite schaffen, genau. Wir haben keinen Ausweg. Wir sind beide hier zum Sterben. Bruder, gib doch nicht auf! Ja, Mann, was gibst du auf? Mit dem? Ja. Es muss einen Weg geben. Was natürlich. Instinkt? Warum habe ich nicht daran gedacht? Warum killen die denn nicht einfach? Die verbotene Zone. Oh, da waren wir noch nicht, ne? Ja, stimmt. Was ist da? Was ist da, was uns helfen kann? Hast du noch nie die Tunnel vom Story gehört? Die Story vom Tunnel gehört? Welcher Tunnel? Über was redest du? Als ich ein Kind war, jetzt erzählt er uns noch hier Gruselgeschichte. Wir haben voll die Zeit. Als ich ein Kind war, mein Vater hat mir erzählt, dass vom Camp Leute verschwunden sind. Und die später wiedergekommen sind. Das ist für ein paar Tage gegangen und eines Tages hat der Konsuleur das Geheimnis gelüftet und die Kids wurden im alten Tunnel gefunden. Am Boden. Anscheinend führt der Tunnel auf die andere Seite der Straße. Und weißt du, wie man zum Tunnel kommt? Ich weiß nur, es ist die verbotene Zone unter einer der Kabinen. Ach so, okay. Aber ich weiß nicht, ob der Tunnel wirklich existiert. Vielleicht ist das nur eine Geschichte. Okay, wir haben keine andere Option. Ist keine wir sollten, andere Wahl, müssen nein. Ja, Mann. Wir sollten das abchecken. Let's go. Falls es wahr ist. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Okay, ich hoffe, du weißt, wie man hinkommt. Ich habe nicht mal den Workshop gefunden. Okay, keine Sorge, ich weiß. Bleib nah an mir dran. Let's go. Tyler. War das Tyler? Ja, Mann. Enttäusch jetzt nicht, Bruder. Kratz jetzt nicht ab, bitte. Wir vertrauen dir. Der einzige Lebende. Neben uns, okay? Dann geht der so langsam, Bruder. Jetzt hätten wir alle Zeit der Welt. Ja. Nicht, dass er das ist, ne? Ja, wir müssen jetzt hier alles im Auge behalten. Weil wir haben ihn erst gesehen, nachdem wir. Leute, sollen wir nicht vertrauen überhaupt? Ja, wir müssen skeptisch bleiben, ne? Leute, also. Den müssen wir mit Vorsicht genießen, ne? Er läuft mir ein bisschen zu entspannt, Alter. So entspannt, als ob der gleich ein Messer zückt und dann ja, ist Mann. Wir halten mal ein bisschen Abstand. Ich bleib stehen. Ey, was ist das? Oh, shit. Was ist da vor? Oh. Okay. Ah, okay, warte. Egal, wir gehen in die verbotene Zone. Was war das? Hallo, ist da jemand? Als Maulidiot. Was, wenn es der Killer ist und er uns hört? Der Killer? Oh shit. Oh. Wir beeilen uns besser, let's go. Okay. Bruder, er sprintet auf einmal komplett! Ja, da will ich jetzt einen Kürbis drüber ziehen. Du bist ein Bold, Junge! Chill mal! Ja, Leute, wenn jetzt gleich ein Typ im Kürbis kommt und eine Axt, der ist das. Ja, Mann. Ich vertraue dem nicht. Ich will das ja verarschen. Was rennt der jetzt so weg? Der sieht gleich aus wie der Killer, nur ohne Kürbis, echt? Leute, müssen wir da überhaupt hin? Er blufft richtig. Oder er haut einfach ab von uns. Wo ist Tyler hin? Okay. Umgezogen, wir scheißen auf Tyler. Wir suchen jetzt diesen Tunnel und machen einen dicken Abgang. Ist so. Okay, in irgendeiner Kabine ist ein Tunnel drunter. Da wurden Kinder verschleppt einfach. Das ist crazy. Bruder, was ist hier passiert? Boah. Andere Abschlachtungen durchgeführt. Heilige. Ganz krank, ey. Okay, hier ist kein Tunnel. Next. Hier ist nicht mal ein Bad, Alter. Wieder jemand abgeschlossen worden. Oh, hier ist ein Safe. Oh. Oh. Es ist abgeschlossen. Wir müssen die Kombination finden. Leute, wir müssen die finden. Krass.
brauchen das Ende mit dem Code. Wenn ihr irgendwo einen Code sieht oder so. Vielleicht liegt aber auch irgendwo ein Zettel. Okay. Also zweite Kabine ist mit Code. Zweite von links. Okay, hier ist ja, das nichts. Da hat einmal noch Spur, das verschwunden, ne? Ja. Aha. Oh. Okay, sieht aus, als wäre er im Brunnen unbenutzt für mehrere Jahre. Der Ring kommt ja gleich raus, ey. Oh shit, oh shit. Ja, wenn wir diesen Tunnel finden, wette ich, kommt der Körper auf uns zu. Und das. Heute markiert das Jahr seit Jacks Tod. Wir vermissen ihn und fühlen uns schuldig, besonders ich. Ich werde ihn nicht. Ich werde mir niemals verzeihen für den Vorschlag vom Prank. Vielleicht sollte ich es der Polizei erzählen. Ach so, wegen dem Prank. Hat er Schuldgefühle. Ja. Jack ist auch gestorben mit zwei Hälften. Ja, ja, genau. Es war eine wahre Geschichte anscheinend. Dazu krass. Ja. Ach so, ich sollte mich der Polizei stellen und nicht sagen, dass es ein Unfall war. Ich hab nicht aufgehört, Albträume zu bekommen seitdem. Ja, schlecht gewissen seitdem. Ey, Bruder, er hat hier Dings Roman geschrieben einfach. Schluss! Oder hier. Ich habe den Revolver in den Safe getan. Ja, im Safe ist eine Waffe. Ey, hat er den Code noch geschrieben? Wir brauchen die. Oh mein Gott. Ich habe die Kombination im Laminat Karte in der Wand. In dem Well-Bucket, in dem well Brunnen Bucket? Irgendwie. Ah, Welber Brunnen. An der Wand. Left the combination written on a laminated card. Achso, in der laminierten Karte in dem Brunnen. Oh. Da ist der Code. Dann lass danach kommen, Digga. Okay. Geiler Tipp. Bester Mann, Bruder. Ehrenmann. Okay, wir brauchen den Revolver, Bro. Dass wir die Geschichte beenden können. Warte. Ja, aber wenn wir einen Revolver haben, läuft es. Revolver gegen Axt, ist klar, ne? Okay, ich brauche was, um den Eimer zu bekommen. Vielleicht ein Hook wie... Ach, vielleicht so ein Galgen wie... Da, wo Todd aufgehangen wurde, so einer. There might be one of them. Oh, vielleicht im Workshop. Wir müssen wieder zurück. Wir holen das, ne? Ja. Wir scheißen auf den Tunnel. Scheiße. Kann sein, dass Tyler da wartet, Bro. Oh, eine Knarre, dann läuft's. Im Tunnel wartet er auf uns. Wir ich brauchen. Das Gefühl, der wartet nee, wir brauchen unbedingt brauchen eine Waffe, Leute. Und das wäre dann ein schlechtes Ende. Ja. Yeah. Wenn wir uns packen, ohne Waffe, wir wären unvorbereitet. Ja, Mann. Deswegen. Easy. Wir holen uns auf jeden Fall diese Waffe. Ich hätte vorgestern ganz durch gewesen. Also ja, Mann. Alles wenigstens yeah, durch. Safe, ne? Safe. Zum Glück war das markiert. Stell dir vor, es wäre nicht markiert. Dann hätten wir einfach überspannt. Oh. Also. Ja, man, das ist wirklich ein Tunnel gehüpft, ey. Okay, wir holen uns einen Galgen. Ich hoffe, hier ist einer. Sonst nehmen wir den von Top einfach. Von seiner Leiche. Ja, Mann. Wow, shit! Nein. Er hat uns geprankt, Junge! Er hat uns verarscht! Ey, wir haben gedacht, wir spielen das jetzt Nein, durch. Wir dachten über Brains. Wo wir dachten, wir sind Brains, Digga. Yo! Alter, wir haben gedacht, das sind die krassen. Und er ist im Tunnel und dann packen wir den mit einem Revolver. Wenn du das Spiel verlässt, wird das... Nein. Okay, es war aber kein Ende. Okay. Oh, shit. Hat er uns geprankt jetzt? Was dann? Was soll er dann machen? Wie kommen wir in den Revolver? Warte, wir müssen in den Revolver auf jeden Fall. Vielleicht ist ja auch noch ein Galgen irgendwo. Ich check erstmal die Häuser. Ja, wir gucken mal alles an, Leute. Vielleicht ist das ja doch einfacher zu denken. Da ist irgendwas. Vielleicht liegt da irgendwo einer. Alter, ey. Bruder, er war da drin einfach. Er war da drin, der Creep. Hä, wir haben doch gerade mies gedribbelt einfach. Auch gedacht, die haben so voll weit gedacht. Und wie ist das? Und dick verarscht. Geprankt. Oh, da brennt Licht. Da brennt Licht, Leute. Da läuft irgendwas. Shit. Irgendwas, Leute. Instant brennt Licht. Aber die Tür ist geschlossen. Tyler? Bist du Tyler, da drin? Tyler, ist das deine Hütte? Tyler, Statement. Statement. Diese Statement. Wir verlangen Warte. Hatte der Kürbis? Der Killer sieht nicht aus wie Tyler. Der hatte, ja, ich wollte gerade fragen, hatte der die Klamotten von Tyler? Okay, der hatte andere Klamotten. Okay. Das nimmt wieder Verdacht weg von Tyler. Ja, es gibt wieder Hoffnung. Okay, das war's hier. Okay, aber Tyler ist einfach weg.
Dann müssen wir den Galgen von Todd nehmen, oder? Dann lass zu Todd gehen, genau, genau. Der Plan ist besser. Gib mal deinen verdammten Galgen, Alter. Kurz vor seiner Leiche entwenden. Ja, Mann. Egal, wir rocken das. Oder musst du uns hinterher rennen, so. Damit, dass wir den wegdribbeln müssen. Das ist eine gute Frage. Ich bin in den reingelaufen. Ja. Aber ich glaube, der ist schnell. Dann gehen wir lieber zum Galgen. Wir gehen erstmal zum Galgen. Ja. Wir können doch nochmal hier gucken, ob hier was da war. Da können wir nochmal gucken. Ah, okay. Oh, schade. Okay, das gibt es mal. Chillt hier drin einfach. Da gibt es Achsen-Space. Ich hoffe, wir können den nehmen jetzt. Das war. Top, Bro. Enttäuscht uns nicht. Er blutet einfach immer noch. Boah. Nein, wir können den nicht nehmen. Ich glaube, wir müssen aufmachen. Ey, hätten wir wegrennen können? Oh shit. Lol. Rest in peace, man. Rest in peace. Ich hoffe, du hast genossen, nochmal die Bikini zu tragen. Vielleicht war auch hier noch was. Warte, der eine hat doch was aufgegangen in dieser einen Kabine, weißt du noch? Der hatte doch sowas in der Hand. Ja, Mann, stimmt. Da könnte was sein. Ich schwöre, der hatte doch hier was in der Hand, Alter. Auf dem Boden und so. Die Party geht immer noch weiter. Schnapp dir ein Bier, Bruder. Die Party geht weiter. Todd, wo bleibst du, Bro? Okay, shit, ich glaube, wir müssen aufmachen. Ich habe gesehen, man kann Hospital 66 sogar im Koop spielen. Echt? Alter, wenn das geht... Bei Donnerstag machen wir eine fette Escape the Backroom Session. Ich würde auch sagen. Dann ballern wir es durch und wenn Dings Koop geht, können wir es auch noch machen. Ja. Dann machen wir es. Wow. Yo. Die Frage ist, wo soll man hinrennen? Egal. Bruder, er ist richtig schnell. Alter. Ich kann ihn nicht dribbeln. Oder doch, wir sind ein bisschen schneller. Nee, ich muss da rein Galgen nehmen, oder? Ja, den Galgen, Galgen. Wir sind ein bisschen schneller. Du schreibst. Ja, ja. Weg. Den Abgang. Nice, Mann. Nimm. Let's go. Nice. Let's go. Okay. Wir sind weg. Wir haben ihn gedribbelt. Das ist geschafft, Mann. So, ab zum Boden, der Wing, hallo sagen. Ja, Mann. Ich glaube, wir müssen den erschießen dann. Ja. Sicherer Tod. Wir gehen dann auf keinen Fall weg, ohne den zu erschießen, Alter. In sein Curtis Head. Ja, Mann. Dann sehen wir auch, wie der aussieht, wer das ist. Ja. Keiner hat den zuvor je gesehen. Nachdem es Blei in den Curtis gibt, ziehen wir in die Maske ab. Okay, fischen das raus. Let's go. Der Code. Nice, Passwort. Nice, let's go. Okay, ab zum Tresor. Zweite Kabine. Mann, auf jeden Fall hier zu. Ja, Mann. Hier auch. Let's go. Bam. Revolver. Oh. Und Kabinenschlüssel. Ah, das, für diesen einen. Für die eine Kabine. Wir gehen erstmal da rein. Okay, ich kann den Revolver gerade nicht ausrüsten. Bin gespannt, wie das Hauptquartier von dem aussieht jetzt. Meinst du, ist es von dem? Was mit Tyler, aber wo ist der hin? Ah ja, der ist ja auch noch. Oder meinst du, es spielt zusammen? Boah. Ja, der hätte ja eigentlich spielen, macht er auch keinen komisch, Sinn. Ne? Warum macht er nicht auch für uns? Was spielt der gegen uns oder was? Egal, wir gucken jetzt das ab. Was geht hier für ein Ritual ab? Tyler, komm raus. Okay, da liegt irgendwas. Ich gucke erstmal außen, ob hier irgendwas Nützliches ist. Okay, nix. Oh shit. Wer ist das? Heute markiert das 20-Jährige seit deinem Tod. Ich habe gelebt die ganze Zeit mit einem starken Hass in meinem Herz. Aber endlich, der Tag ist gekommen, um alles rauszulassen. Um die zu rächen, krass. Die dich weggenommen haben von mir und meiner Mutter. Okay. Ich mach das in Ehre für deine Erinnerung und Mutters. Sie hat ihr Leben genommen, kurz nachdem du gegangen bist. Jetzt, those who still survive, jetzt die überleben, werden fühlen, was ich gefühlt habe. Okay, that's gerecht. Also, ja.
When I snatch the lives of the children. Wenn ich die Kinder töte, die die Leben, ihre Leben werden in der Dunkelheit vergessen. So wie meins war. So wie meins erlöscht ist. Also er hatte mit Liebe, Tyler! Du Tyler, wirst immer in meinem Herz bleiben. Tyler. Warte, dann war das Tylers Bruder? Moment. Der Killer. Der zerspalten wurde. Ah, und der hat jetzt. Hat der und Tyler rechtlich. Hat der auch diese Horror. Ja, das war doch Tyler, der die vorgelesen hat. Das war seine hat. Geschichte, das war nicht nur eine Lagerfeuergeschichte. Also von seinem Bruder. Ja, von seinem Bruder. Weil er meinte ja auch seine Mutter. Und seine Mutter hat sich auch umgebracht. Boah. Wegen Tyler ist es die ganze Zeit, Leute. Und der muss das verarbeiten. So. Ja. Wow. Oh, es ist Tyler. Maya, Überraschung. Oh, shit. Oh mein Gott. Ich sehe, du hast keine Worte mehr. Warte. Wusstest du, dass es dein Vater war, wer mein Vater umgebracht hat? Also unser Vater hat seinen Vater umgebracht. Alter. Wirklich? What? Ich habe die ganzen Jahre gewartet. Und es ist endlich hier. Sie werden endlich fühlen, was ich gefühlt habe, all die Jahre. Und mein Vater kann in Ruhe Frieden. Jetzt will er uns töten. Warte, das war sein Vater, der zerspalten wurde. Das war sein Vater? Ja. Ach, wurde er noch jünger? Da war der jung noch. Ah. Also nicht. Und unser Vater war der den Prank gemacht hat dann. Ach, krass. Okay. Ah, jetzt verstehe ich. Du bist krank. Leute. Ich bin so krank, dass ich in Stücke zerhacke. Mit der Axt. Send you home. Die ich deinen Eltern geschickt habe in einer Box. Die will uns in Stücke hacken und unseren Eltern. Das dann schicken per Post. Per Post schicken. Boah, der hat richtig krank Vision. Ich würde lieben gern das Gesichtsausdruck deiner Eltern sehen, wenn sie sehen, was drin ist. Du bist krank, Junge. Du bist ein Psychopath. Mein Gott. Ich bin ein Psychopath. Dein Vater hat alles gestartet. Meine Mutter hat ihr Leben. Hat sich ihr Leben genommen, da die ist umgebracht, nachdem mein Vater gestorben ist. Okay, er hat beide Eltern verloren. Ich bin ein Weise geworden. Und ich bin ein Psychopath? Du hast meine Freundin umgebracht. Sie haben nichts gemacht. Natürlich nicht. Es ist nichts Persönliches gegen euch. Aber gegen eure Eltern. Ja! Warte, Tyler, oh, shit. Friss Blei! Oh, shit. Oh, oh shit. Nein, es kann die Axt und Eltern schicken, der Boss. Hat gewonnen. Mist. Bro. Wo ist die Waffe? Okay. Jetzt kriegt der jetzt eine Patrone ins Face, Mann. Hey, wo soll ich? Soll ich hier drin bleiben? Ich glaube, es ist abgeschlossen. Okay, ich muss um die Regale laufen. In sein Face. Danke, Sau. Das Blindhead. Okay, komm. Nice, du hast gut. Er kommt stramm, Bruder. Stirb mal jetzt. Er hat nur auf diesen Tag gewartet. Der ist echt motiviert. Let's go. Nice. Tyler, du verdammter Psychopath, Junge. Was können wir dafür? Dieser Part vom Flur sieht zerbrechlich aus. Oh, okay, da ist irgendwas drunter. Gib mir die verdammte Axt. Können wir sagen, ey, der lebt noch. Der lebt noch. Wir müssen seinen Kopf abpacken. Tunneleingang, oh. Ja. Krass. Vielleicht überlebt er noch und wir lassen ihn leben. Ja, Mann. Oh. Oh, ein Verlies. Warum haben wir denn nicht seinen Kopf abgehakt? Links oder rechts, Bruder? Links. Labyrinthe. Labyrinthe. Links oder rechts, Bro? Oder geradeaus? Geradeaus. Stark. Links oder rechts? Links. Oh mein Gott. Links oder geradeaus? Geradeaus. Rechts oh, oder? Oh, Pfeile. Geradeaus. Pfeil. Oh nein. Oh. Pfeil nach hier, also geradeaus oder links? Dann da, links. Links. So, noch ein Pfeil. Sackgasse. Ist da. Links oder geradeaus? Ja, zur Hölle. Gott, guck. Okay. Leute, das Leute ist rotes Licht. Oh. Wo denkst du, wo gehst du hin? Oh, der ist wieder da. Du wirst ihn nicht rausfinden. Tyler, du mieser Creep. Der Schlüssel ist in meiner Tasche. Jo. Okay, wir müssen ihn erschießen die ganze Zeit. Oh, shit. Er lebt einfach noch, ey. Ja,
überlegt, ja. Was wollen wir hier warten, ne? Fallen folgen? Ja, vielleicht ist es auch ein Weg. Hat der Teil, das ist schön, Idioten schon markiert den ganzen Weg. Oh! Nein! Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! Wir hätten seinen Kopf eben abhacken müssen, Mann. Ich hab's doch gesagt, Bruder. Ich schwör's dir, Digga. Okay, da müssen wir dann raus, wenn wir den Schlüssel. Los! Der Step, der Step ist. Ja! Mann, das ist gut, schnell, Alter! Ja, Mann! Okay, man hört den wenigstens. Ja, man hört den ein bisschen, ja, Mann. Okay, was ist, wenn ich hier die ganze Zeit warte? Der ist motiviert auf jeden Fall, Alter. Jetzt hier. Ich frage mich, ob der kommt, aber. Aber bitte in Bewegung. Wenn man dann zurück, dann gehst du so lang weg und dann schön zurück. Duisburger 471, vielen Dank für den Support. Vielen Dank, Bro. Oder ich hab ihn noch getroffen! Ja, Mann, das wirklich getroffen. Oder noch ein langer. Dann zurückgehen, wenn er kommt. Ja. Auf Idioten sicher. Oh, das ist schwer. Ja, Mann, der Tyler. Dreht durch. Schnarter Brocken, ne? Schwer! Das ist crazy! Selbst einmal auf Safe anschießen, ne? Ja. Was haben die Pfeile jetzt gebraucht? Alles im Prank, Leute. Pfeile. Ich schwör. Hier ist immer angenehm, ne? Weil dann kommt ja, hier ist gut. Der kommt hier hingelaufen? Wäre schon sehr angenehm. Aber der kann nicht hinter uns sein, ne? Ja! Der kommt sogar. Der kommt sogar. Ich warte einfach. Ist so, das auf safe. Und hinter uns sind keine. Ne, ne. Ja. Außer er spawnt irgendwie. Ja, Tyler! Wie viele Schüsse haben wir eben gebraucht? Ich glaube wieder so viele, ne? 4 bis 5. Von da oder links kommen. Hm, das Gefühl. Ja, gehen wir wieder. Man muss aber rumrennen. Eier auf den Tisch legen, let's go.
ich habe ihn getroffen. Nice. Schlüssel. Endlich war's. Oder ist er jetzt tot? Hack bitte seinen Kopf jetzt ab. Hacken ihn nochmal weg. Nein, er ist schon weg. Ach so, wir sind egal. Hier. Raus aus dem Bunker. Raus, ja, Alter. Raus aus dem verdammten Tunnel. Wo kommen wir jetzt raus? Bunker. Oh, wir sind auf Street. Bin frei. Auf Street. Warte, mit deinem Ohr. An, Alter. Ich muss laufen für 10 Minuten. Ja, in welche Richtung, Bro? Cardio-Training fürs Herz-Kreislauf-System. Okay, wir können nur langsam rennen. Bisschen joggen. Am Ende ist er nicht tot. Ich schwöre, der ist nicht tot, Alter. Der ist eben nochmal aufgestanden. Ja. Als ob der jetzt tot ist. Okay, wir gehen auch einmal ganz langsam, ganz entspannt. Nehmen die Ruhe weg. Oh, da kommt ein Fahrzeug. Ich hoffe, es wird kein Auto. Okay, jetzt ist der Tyler drin, Bruder. Taxi! Okay, stabil, stabil, ey. Halt mal an, Junge! Car, Auto. Oh shit, oh shit, oh shit. Hey, danke, ich brauche Hilfe. Was geht ab? Jemand hat meine Freunde umgebracht, ganz entspannt. Über was redest du? Bitte, ich muss die Polizei sprechen. Oh mein Gott, komm ins Auto. Warum sehen wir den nicht? Da ist eine Intersection, eine Kreuzung oder so. Ich kann dich dahin bringen. Nach rechts und dann 5 Kilometer weiter und da ist eine Polizeistation. Keine Sorge, ich kenne die Gegend. Danke. Warum sehen wir den Bruder nicht? Sehr mysteriös, Leute. Mulmiges Gefühl. Wir sehen nicht, wer das ist. Also das meint Tyler? Tyler? Das glaube ich jetzt nicht. Nein, wo hat der Auto jetzt auf einmal? Wir hatten den eigentlich. Er wurde angeschossen, alles. Also, als ob der jetzt ein Auto auf einmal am Start. Aber mysteriös, wenn ihr gerade nicht sieht. Am Start. Nicht das Cousin von dem ist. Nee, wer weiß. Ein abgelegene Hütte fährt, Alter. Das kommt mir sehr verdächtig gerade. Aber er braucht den Revolver eigentlich, ne? Ist der vom Anfang? Wer vom Anfang? Oh, aber die gibt's ja auch noch! Den hab ich voll vergessen! Da gibt's ja auch noch Mörder! Oder oh, das verfluchte Stadt, Alter. Das stimmt! Ich hab den vergessen! Oh, shit. Ey, ja, Mann, das ist der mit der Sonnenbrille. Happy End. Der mit der Sonnenbrille. Ey, jetzt kriegen wir von dir die Kehle aufgeschnitzt, Alter. Oh nein. Oh mein Gott. Wieso hab ich denn vergessen? Was geht ab, Mann? Hier rechts, Bro. Jo. Hier rechts. Ey, er fährt nicht rechts. Oha. Wir haben ihm rechts gesagt. Du solltest da rechts. Oh mein Gott. Du hast verpasst. Bro. Ey. Kollege. Wow! Lass mich raus, oh mein Gott! Nein! Es ist Alter, nein! Oh, shit! Wie in einem schlechten Horrorfilm. Ja, Mann! Feierabend. Krass, geiles Game, Alter! Krass Game! Heftiges Game! Da war eine Geschichte dahinter, ne? Ja, Mann, Barra mit 1,20. Vielen Dank, Bruder, für deinen Support. Krass, war brasilianisches oder portugiesisches Game? Ja. Wild, Mann. Krass. Du hast ganz anderes bei der Geschichte. Ja, Mann. Grafik immer wild. Das war wie Games. So ein Horrorfilm, den du gesehen hast. Ja, wie so ein Horrorfilm. Also, Story war heftig. Ja, Mann. Geil, Leute. Mann. Daumen hoch für mehr so Games. Mehr solcher Games. Wenn ihr mehr solcher Games kennt, ab in die Comics damit, Leute. Yes. Abonniert gerne, aktiviert die Glocke, um kein Video zu passen. Klickt gerne unsere Mütze ab. Link in der Beschreibung. Würde uns sehr freuen. Yes, Sir. Bis zum nächsten Video. Peace. Nice, Mann. Jetzt brauchst du jetzt hier. Ja, Mann, gönn dir. Ich hol mir auch noch ein kaltes Getränk. Kurz den Dream Buddy safe und dann geht's weiter. Ja, Mann, das war Bloody Hello Fest. Jetzt haben wir noch so 3 Minigames. Jawohl. Die wir durchballern können. Kannst du auf jeden Fall zocken. Ja. Und ja, Mann. Ich bin so froh, in der Gang zu sein. Freut uns sehr, Mann. Freut uns sehr, Bro. Bester Mann. Leute, liken nicht vergessen. Stream liken nicht vergessen. Ganz wichtig. Ich hol mir noch kurz ein nices, frisches. Kaltes Getränk, Leute, holt euch einen frisch aus dem Kuhäuter, nice ne? Snack aus dem Euter. Nee, machen wir jetzt frisch ab. Ja, Mann. So, kein Prank, ne? Mein Freund. Ja. Sonst. Bei dem Essen. Mach ich da Chili gleich rein. Ja. Morgen mach ich einen Prank, oder? Morgen mach ich einen Prank wieder. Morgen? Morgen ist kein Stream, mein Freund, ne? Privat ohne Kamera. Auf trocken. Aber Donnerstag können wir echt Packung, sag ich. Also auseinander wieder. Ja, Mann. Und noch irgendwas wollen wir da zocken, dieses... Und Escape, wenn das Koop... Hospital, meine ich. Hospital. Wenn das echt Koop geht, machen wir das safe. Ja, und dieses Projekt. Reis. Kelvin, was isst du? Reis, Spinat, Garnelen... Billy Gaines. Mmh. Dann zockt ihr mal wieder Fortnite. Boah. Mal gucken. Aktuell sind wir machen Horror-Updates und gucken dann, wann wir das wieder bringen.
Aber ihr wisst, aktuell Horrorgames, macht einfach Spaß, ist so vielfältig und... Hab gewusst, dass du das ist. Normal. Ich mach wirklich viele Wege führen nach Rom, aber ich bin so sehr unkompliziert. Also von Montag bis Freitag esse ich original wirklich buchstäblich immer das Gleiche. Man kann natürlich auch mehr Abwechslung machen, aber das reicht mir. Und dann Samstag und Sonntag mache ich Cheat Day. Und am Cheat Day komme ich natürlich auf mein Eiweiß, nehme meine Subs, Vitamine, Mineralien. Aber ja, dann lebe ich mein Leben. Man boostet euch auch auf für die Psyche, wenn man dann Samstag und Sonntag sein Cheat Day macht. Deswegen kann ich auch Montag bis Freitag super, immer das gleiche Essen, ist auch sehr unkompliziert, ihr müsst nicht denken, ihr wisst eure Lebensmittel und that's it, also damit fahre ich am besten. Wann mal wieder Five Nights at Freddy's, boah, richtiges OG-Game. Ich glaube, da gibt es keine neue Version von, ne? Aber werden wir auf jeden Fall noch zocken, einfach. Ich weiß nicht, ob wir jeden Teil davon durch hatten, aber... Würde auf jeden Fall auch kommen, weil das ist einfach ein zeitloses Jumpscare-Game, ist einfach geil. Kommt auch noch. Schmeckt es irgendwann nicht mehr, wenn man immer dasselbe ist, ich sag dir ehrlich. So von Montag bis Freitag, da ist ja auch mein Gym. Also Montag, Dienstag, was sag ich schon? Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Ich sehe das einfach funktionell. Ich bin da einfach, das ist auch ein Vorteil, ich bin da sehr abgestumpft. Ich weiß einfach, was für Ergebnisse ich bekomme und die will ich. Und ich würze mir das natürlich trotzdem lecker. Also es ist immer das Gleiche, aber es schmeckt mir trotzdem. Aber ich denke eher vom Mindset beim Essen funktionell. Ich will gesund sein, ich will meinen Traumkörper und deswegen esse ich das, weißt du? Deswegen, ist auch alles nur eine Gewohnheitssache. Wenn du es gewohnt bist, jeden Tag ein Cheat-Day zu machen und du das jetzt isst, dann denkst du, oh mein Gott. Dann würdest du sagen, ich bin doch nicht mit Zoo, ich esse doch nicht immer das Gleiche, aber glaub mir. Wenn du dann die Ergebnisse bekommst, ist es mir das wert. Und deswegen, easy peasy. Und wie gesagt, ich habe jetzt Samstag, Sonntag mein Cheat Day und dann knall ich mich dazu mit sonst was und dann geht wieder von vorne los. Montag bis Freitag. Call the Pepsi. Jawohl. Cold Pepsi. Boah, meine Arme, ne? Ich krieg auch wieder ein bisschen Krämpfe, wenn ich anspanne. Ja, ich war jetzt mal krass. Heute Bizeps, Rücken zerpflückt. Stark. Ja, ist tiefgespinert. Generell so, ist ja auch schockgefroren, da sind die Vitamine auch nochmal sehr gut drin. Aber ich bin kein Freund von frischen Sachen, also jetzt so, weil irgendwann wird es schlecht, das nervt dann immer so. Ihr kennt das, ihr habt das. Ich hasse das auch. Am besten alles Tiefkühl. Meine Garnelen sind Tiefkühl, mein Spinat ist Tiefkühl. Kannst du alles jahrelang essen, Alter. Reis ist immer im Schrank, weißt du, alles was du immer da hast. Die Haferflocken sind auch im Schrank, nichts läuft dir ab. Ja. Deswegen. Spiel mal The Joy of Creation Story Mode, ist auch ein cooler FM. Okay, Joy of Creation. Es gibt ein Horrorgame, wo man in einem Van alle Informationen hat, welcher Geist im Haus. Ach, diese Phasmophobia oder so, ne? Hat mir, glaube ich, mal gezockt. Sind neue Gymblocks geplant? Stimmt. Müssen wir wieder Update machen. Das man kann ja ab und zu mal ein Update. Auch auf dem Hauptkanal? Wir hatten ja mal diese Brüder-Workout gemacht. Genau. Aber dann mit einer fetten Spiegelreflex. Immer so alle. Ja, die Videokamera. Genau. Das muss scheppern. Also so, dann gehen wir einfach nachts dahin. Gym ist eh unser Leben. Genau. Dann gehen wir nachts hin. Da kannst du es perfekt drehen. So alle drei Monate kommen wir immer mal Update. Machen wir mal ein richtig geiles, saftiges Video. Ja, Mann. Mit Qualität, mit unserer Spiegelreflex. Also mit einer guten. Ja. Ja, Mann. Kommt auf gute Inspiration. Können wir echt mehr machen. Gehen wir 0 Uhr ins Gym. Da haben wir einen geilen Pump so um 1, 2 Uhr und dann drehen wir das schön. Ja, Mann. Man kommt 12 Stunden Stream. Stimmt, wann sind Ferien? Oh. Ich glaube, bald ist April. Da können wir den ersten 12er machen. Endlich mal den ersten. An einem Sonntag. Würdest du auch Fortnite wieder reinbringen? Kann man machen, ne? Ja, ich denke mal so. Sachen so. Yeah, zu größtenteils Horror, auch lange Storygames. Alle, die hier sind, was fällt ihr am meisten? Horror oder Fortnite? Schreibt mal wirklich rein, was fühlt ihr? Genau, oder ich so. Wir haben schon eine Horror-Community auf jeden Fall. Oder ne? Fette Storygames auch. Oder Storygames. Ah ja, GTA Story Mode vor GTA 6 müssen wir auf jeden Fall. Aber Ende des Jahres dann so. Weil, bevor es rauskommt. Ne? Genau. Die GTA 5 Story wegballern. 25. Horror. März Ferien. Die Horrorgänge ist am Start, gefällt mir. 12 Stunden Horror, ja, Mann. Oder sowas, ja, Mann, so Resident Evil und so lange Games. Genau, weil Fortnite ist halt nicht so
Für Content ist ja nicht so nice. Also man kann nicht schnell ein Video abdrehen. Wo wir auch wirklich hinterstehen. Für eine Challenge brauchen wir... Fortnite ist halt so, hey, genau. So für eine Trolle. Wir haben ja Turniere gemacht und dann kommt irgendein Kind und knallt uns da ab. Was okay, ist die meisten schreiben eh Horror. Aber ja, wir machen ja auch Daily-Videos. Genau, doch. Ich wäre auch sehr enttäuscht, wenn da jetzt nur genau. Fortnite steht. Ja, Mann. Aber macht doch, wir sind jetzt nicht die krassesten Skiller so. Genau. Bei Fortnite brauchst du halt guten Skill, um, damit das Spaß macht. Ja, Mann. Oh, eben. Und auf Dauer, und ne? Das ist halt so. Genau. Wir sind da jetzt, du musst da halt investieren und wir haben ein Fitnessleben. Wo willst du das trainieren? So, wir können nicht genau, Horror ist geil, bockt immer. Eben, Horror. Man ist immer in einer anderen Welt so. Ja, eben. Jetzt waren wir da am Lagerfeuer, dann bist du mal im Krankenhaus da. Hospital. Ja, Mann. Das ist einfach geil, diese Abwechslung. Andere Spielmechaniken und so, das ist Abwechslung einfach. Das ist diese Abwechslung. Nico mit einem Schweizer. Danke, ja. Für deinen Support, Bro. Wird immer kommen, ihr wisst. Wieder eine Runde Hello Neighbor, Bob. Bin mal gespannt, ob da ein neuer Teil rauskommt. Wenn da mal was Neues kommt, würde mich freuen. Ein richtiger geiler Creepy-Teil. Genau. Ja, so Last of Us oder Resident Evil für einen Zwölfer. Gucken wir mal. Wo man dann immer bei einem Zwölfer weiterzocken kann. Überwiegend Horror und dann auch so Langzeitprojekte. Genau. Und dann machen wir Umfragen, damit wir euch auch nicht quälen. Ja, sowas wie hier, dieses... Oh, nee, wo wir da im out. Knast, A Way Out, ja, Mann. Sowas zum Beispiel. Sowas, ja. So eine Art. Oder lange Horror-Games einfach. So Outlast. Outlast 2, Outlast Whistleblower müssen wir auch noch durchballern. Süß. Fortnite, neues Update. Das interessiert mich so viel wie das Wetter von gestern. Nee, aber. Aber es hat gespaßt, bevor wir es gezockt haben, Fortnite. Genau, so jede Season kann man mitnehmen, weil es Bock macht. Immer die Veränderung gucken. Genau, Bock immer. Aber was für ein Update, gab es? Weil eigentlich jede Season kann man mal Fortnite reindippen. Ja. So, aber so langfristig ist jetzt nichts. Season reindippen, aber sonst. Genau, ist jetzt nichts Langfristiges einfach. Ach, Granny haben wir auch noch gar nicht richtig durchgeballert. Da muss man auch schwitzen. Ja, Mann. Barra mit 250. Vielen Dank, Bro. Guter 16-Jähriger, 85 Kilo. 1,83, 105. Wie 105? Bankdrücken wahrscheinlich, oder? Er meint. Ich drücke als 16-Jähriger, da hat er seine Daten. 85 Kilo? Achso, er ist 85 Kilo. Achso, krass, Alter, das ist richtig gut. Das ist gut, 100 Kilo. Das ist stark, 105 ist stark. Zwei Platten. Jetzt einmal oder auf Raps, aber so, auch selbst wenn du es nur einmal drückst, ist richtig gut. Und das zum Beispiel 6 bis 8 Mal. Ja, allein als 16-Jähriger schon. Ja, du bist ja 16, Digga. Das ist richtig gut. Mit 15 habe ich angefangen, da war noch nichts mit. Aber wie gesagt, lustigerweise, Leute, ich mache gar kein Bankdrücken. Ja, um eine gute Brust aufzumachen, braucht man kein Bankdrücken. Das weiß jetzt auch langsam jeder. Genau, Bankaufdrücken ist eigentlich nur zum Kräftemessen so. Mhm. Ist das gut zum Tracken, um die Kraft zu messen. Was ihr nicht braucht, das sind auch Übungen, wo ihr euch sehr verletzen könnt. Bankdrücken, Kniebeuge und Genau, aber kann man trotzdem machen für die Brust. Also wenn man die, Übung in der Brust spürt und nicht... auf keinen Fall. Genau, muss man nicht, aber kann man trotzdem für die Brust. Das ist oldschool, also das muss man nicht machen. Kann man aber machen. Genau. Und wenn ihr es gut spürt, spürt ihr es gut, aber... Genau. Weil der ist auch gut für Trizeps und so. Aber, ich sag immer so, die meisten müssen eh die obere Brust priorisieren, ja, weil... Ja, Schrägbank. Da fehlt jeden am Fleisch. Also beste Brustübung, Schrägbank, kurz drücken. Kurzhantel. Pro Brusttraining haben wir auch zwei Oberbrustvarianten. Ja. Und deswegen, ja. Ja, Mann. Dieses Wort Dippen erinnert mich an Kelvin. Was? Ja, Mann. Nochmal? Dieses Wort Dippen erinnert mich an Kelvin. Damals, wie? Dieser Prank, darf ich mal dippen? Digga, ich weiß nicht, was ich jetzt gesagt habe. Ich gucke erstmal so, denke so, das war ich? Du hast richtig am Durchdrehen. Ey, ihr müsst euch mal vorstellen, man wollte dann, auch, man hat diesen YouTube-Film so krass, also hatte diese Leidenschaft. Da war auch noch gar keine Hoffnung so in YouTube. Wir hatten so, wir wussten nicht, wo es hingeht, aber wir haben auch hingegangen. Ja. Digga, was ich da, also ich bin jetzt ein anderer Mensch natürlich, aber ich feiere das, ich lache mich immer krank, was ich da gemacht habe. Auch die Klo-Pranks und so. Da denk ich mir, Alter, was habe ich da für einen Film geritten, so weißt du? Mhm. Aber dieses Abgestumpfte war schon nice, also weil ich das jetzt nicht mehr machen könnte. Deswegen, so lustig ist das, ey. Vor einem Bock nicht mehr, kann das Spiel einfach nicht mehr spielen, ohne einen Wutanfall zu bekommen. Ja, Mann. Aber ist ja wenigstens, man ist ja Level 1 und sind dann auch Noobs in der Lobby. Ja. Wenn man jetzt auch Noob ist. Aber ja, Mann, wir haben ja nicht mal einen Win geschafft in der neuen Season, Alter. Geht mir auf den Sack, Digga. Es geht einfach weiter, Alter. So Scheiß, Alter. Ja, Mann, so mal eine gute Runde und so und dann verkackt man am Ende. Du musst halt ein mieser Nerd sein, um was zu reißen und... Ja, mal halt krass. Das Spiel spielt man einfach nicht mit, so. Ja, Mann. Vor allem bauen, Alter. Das ist ja, Mann. Zu viel Crack-Modus. Mhm. Was gibt es heute für Horror noch? Wir haben noch diese Games hier. Ja, Mann. Hier drei Minigames eigentlich. Ja, Rental jetzt erstmal. Missing Salesman. Mir egal. Dann Rental. Okay. Die beiden. Hm? Dann haben wir das drei Horror-Games abgehakt. Und dann noch ein kleines Game. Es geht auch so 10, 15 Minuten. Ja, machen. Replay.
würde gerne spannende Fragen, während wir essen. Wir können so FAQ machen. Ist auch mal sehr cool. Ja, Mann. Spielt ja auch The Evil Within? Kommt mir irgendwie bekannt vor, der Name. Evil? Rein theoretisch können wir auch parallel ein bisschen gucken. Achso, jetzt guck mal rein. Evil Within. Kommt mir gerade sehr bekannt vor. Oha, 13 Stunden. Boah. Also ein überlanges Game. Okay, schon. So sehr alt, vor 9 Jahren. Geladen, der Typ. Krass. Ja. Wie lange das geladen hat auf YouTube? Okay, und sagen, wir werden ja auch einmal 3 Stunden oder? 3 Stunden, ne? Ja. Outlast, wie geht denn gegen Outlast? Geht auch lange. Und hier Little Nightmares, oha, auch fast 3 Stunden. Boah. Outlast 3 Stunden 20 ist unser längstes, glaube ich. Wie viele Views hat das? Boah, für so ein langes Projekt? Ist schon interessant, ey, krass. Aber viele haben es auch gefeiert, ne? Ja, Outlast sowieso. Da müssen wir auch noch die beiden anderen spielen. Die Teil. VR-Horror zocken, Multiplayer, boah. Ey, Leute. Abkacke. Lass uns erstmal hier abkacken. Ja, Mann. Kriegen genug Jumpscares auf den Nacken. Schlafenszeit, mein Kleiner. Ab in die Pfanne. Sandmann ist schon seit 6 Stunden vorbei. Ja, Mann, eigentlich Schlafenszeit. Aber ich zieh durch, Leute, mit der Pepsi. Für das Koffein, ich zieh durch. Ganz großer Junge. Mit großen Schlag. Leute, wer hat das Ramadan-Video gesehen, wo wir gefastet haben heute? Ja, Mann, kam heute online auf Hauptkanal. Nico heute mit zwei. Geballert. Schweizer Franken, vielen Dank. Sehr schön. Mann. Ja, ja, oh, ja, Mann, wir auch. Rücken, Bizeps, Nacken. Ja, beziehungsweise ich, du hast Brust gemacht. Ne? Genau, ich habe ja gestern, war ich nicht. Gestern abgeschissen. Habt ihr im Ramadan-Video gesehen, warum ich nicht war? Hab heute nachgeholt, aber die Woche wird durchgeballert. Ja, Mann. Okay, okay, okay. So. Naja, jetzt zock ich. So, du bist dran, Bro. Ja, Mann. Brother, Mother. Fette Jumpscares ist in mein Face. Oder wir machen erstmal das Einzelne. Erstmal das Einzelne-Game. Oh shit, was hab ich hier gemacht? Achso, muss noch runter, ne? Erstmal das. Dann können wir auch machen. Und dann die zwei. Lejo, Lejo. War ein nice Video, hab ich stark durchgezogen. Ja, Mann. Und? Doch, das ist ja ich brich fast, aber stark von euch. Ja, Mann. Weil das Witzige, wir haben schon ein kleines Training gehabt, weil manchmal, wie heute, heute war auch so ein Tag, ich bin sehr spät ins Training gegangen, ich habe nur Cappuccino getrunken und eine Proteinlimo, aber habe nichts gegessen, habe dann erst um 8, 19 genau. Uhr im Auto eben meine Haferflocken gegessen, jetzt bin ich hier im Stream, habe jetzt ein, zwei Mal gegessen, also man hat schon Training. Genau, nur am Ende war ein bisschen hart, aber sonst ging es eigentlich easy fit. Geile Musik, Alter. Ja, Mann, ich muss Spotify suchen, warte, ich muss das mal aufmachen. Okay. So, willst du jetzt anfangen, weil es ein einzelnes Game ist, oder? Du, Bro. Achso. Ich hab ja die ganze Zeit gezockt, alle eigentlich wegzocken sind alles, so, alles Minigames. Oder so. Aber geht eigentlich geht, hier, oder? Bei dir geht's so. Wie heißt das? Weplay, ne? Ja. Okay. 3, 2, 1. Peace, Leute, was geht? Ich bin's Kelvin. Ich bin's Marvin. Und heute back mit einem neuen Horror-Game und zwar Weplay. Replay, Leute. Kleines, knackiges Game. Ja, Mann. Ich bin gespannt, sah wild aus auf jeden Fall. Wilder Beat, Leute. Kann nur krass sein dann das Game. Hört sich an wie zurückgespult. Ja, ja, Replay. Wie man müsste das jetzt mal, Leute. Umspulen, ob es das dann eine Melodie da gibt. Wenn ihr krass seid, spult ihr es um. Adi, einmal zurückspulen. Genau, einmal einfühlen, wie das dann klingt. Das klingt dann so, Leute. Ja, Mann. Leute, Daumen hoch für mehr Horror Games. Ja, Mann. Auch für kleinere. Ihr wisst, immer geile Games am Start. Dicken Daumen hoch, Daily Videos. Let's go, du zockst. Ich bin dran. Let's go. Let's go. Oder damals gab es auch so Horrorfilme, wo dann auch irgendwie, oder so, war das Horror Games, wo da auch so die Musik rückwärts, so und so ne? lief und dann war das immer so voll gruselig. Dann ja, wurde das so Mann, entziffert das ist echt und so gruselig, voll der Film. Ich schwöre. Brock mit einem Euro auf Tropfen, ne? Vielen Dank für deinen Support. Let's go! Über Bowing, hab auch gefastet in einem Gym, ist halt schwer mal trinken. Ja, Mann, das ist ein bisschen schwer, ne? Aber das ist hart. Aber Essen ist echt eigentlich easy. Wenn man es durchsieht. Okay, wir starten rein, Mann. Rein in die Masse. Okay. Lol. Geil, das ist das Game, Leute. Ja, Mann. Okay. Ich bin du drin. Bist ins Haus gegangen. Ich bin an der Crib jetzt drin. Nico mit 5 Schweizer Franken. Vielen Dank für deinen Support, Bruder.
Boah, letzten Monat mies krank, 4 Kilo abgenommen, von 61 auf 67 Kilo und jetzt wieder schön aufgebaut bis 62 stark. Ja, keine Angst, das sind natürlich keine Muskeln, die du verloren hast. Ist einfach... Ist das da rechts? War das da eben schon? Leute, war das ganze Zeit hier? Guck mal hier, das, was ist das? Ach, das ist unser Kopf davor, das sieht man gar nicht. Ist das ein Kollege? Ach so, ein Homie. Boah, Leute, früher diese Browser-Games, Alter, ne? Ja, Mann. Man kennt das noch. Voll die kleinen Räume, ey. So wie Mario, ne? Mhm. Okay, wieder weg. Ich kenn das, das ist geil. Achso, kennst du das? Robot. War das eben schon da, dieses Poster rechts? Ihr seht ja, das jetzt leider gerade nicht. Aber... Achso, unsere Cam ist davor, das ist auf jeden Fall so eine Gestalt. Aber du brauchst 6 Coins, um weiterzukommen. Achso, ich muss alle einsammeln. Du hast das Paar vergessen. Schwach, Bro. Voll auf Schwach, Bro. Fall nicht runter. Ja. Okay, voll heftig das Game. Ich muss dick zocken. Ja, Mann. Du musst ernst nehmen, Bro. Ja, Mann. Ich muss voll ernst nehmen. Ja. Hey, den einmal. Zack, wir holen uns jeden Coin, Leute. Ups. Hä? Ich wollte springen, warum geht der rein? So. Hab ich jetzt da noch was liegen lassen? Nee, nee, du hast 6. 6, das hab ich. Ja, alle ja, Coins am Start. Coins sind da. Nein! Ah, okay. Coins haben wir da. Alle Coins sind dann weg. Boah, das wär's hart, ey. Okay, easy. Ja, okay, wär's hart, aber. Heftiger als Mario Kart. Was Mario, Bruder? War das nicht dieses auch so Jump and Run? Ja. Ne, es war doch mit Autos fahren. Mario Kart war ja auch mit Jump. Ich meine, nee, wie hieß der? Nee, mit Luigi? Doch, Mario gab's auch. Ah, doch, da war auch was mit Jumpen. Ja. Yeah. Aber es gibt auch Mario Kart. Genau, und aber nie gesagt, Jump and Run. Wow. Ey, das war creepy. Was war das denn? Wir gehen Psycho-Sachen ab, Leute. Einfach Glitch im Spiel oder was? Wird immer gruseliger. Stell dir vor, ich zock Mario, auf einmal sowas Gruseliges passiert. Ja, Mann. Aber es ist das ganz normale Mario. Boah, da habt ihr eine Verseuchte. Dann denkt ihr so, hä? Ach, der Virus. Boah, die kleine Hütte. Geht ab. Yo. Lol. Einfach eine Kellerhütte. Einfach zurückschuften. Boah. Wie kommst du jetzt da durch? Einfach reinspringen? Ah, was muss man da? Da muss ich das Leertaste. Dann nochmal Doppel-Leertaste? Ich glaube Doppel-Leertaste. Ja, doppelt. Schaffst du es, Bro? Ich schaff das! Warte. You got this, Bro. Extra. Hey. Ja, Zusammenbruch bei Browser Games hier. Ja, Mann, das ist echt. Ah, okay. Man muss echt an der Kante. Harte Level. Spring so rechts vorbei, dann links vorbei, falls du, dann links kannst vorbei. Du auch landen. Ah, ja, ja. Stark, stark, stark. Nice. Jo. Junge, hat da gerade einer geschissen? Hä? Hey, warte mal. Was war das? Kannst du nach links gucken? Was willst du? Ich will Coin. Was willst du denn? Warte, warte. Guck mal. Im Zimmer, war. Im Zimmer. Wie? Geh mal, klick mal hier. Ach so. Wow! LOL! Was? Ich hätte links? Ich bin einfach in einem Raum. Aber, links war irgendwas. Das kam im Raum. Ach so. Ich wusste gar nicht, dass hier bin. Ja, das war gar nicht im Dings. Im Spiel. Oh Mann. Ach, das war auch hier. Oh, dann guck ich mich gleich mal, wenn Geräusche kommen. Ey, krass. Aus. Ist da was? Ey, Leute. Ah, das ist ein Poster da rechts. Ja. Guck, ich dachte die ganze Zeit, wir sind irgendwie. Ach so. Okay, krass, voll der Vibe. Hey, das ist eine Cola. Das sind Chips. Schiebt, der läuft. Okay. Gut gesehen. Wie krass rausgeguckt ist. Einfach so, ich kann einfach die Maus. Ach so. Also, konntest du das die ganze Zeit schon? Ja, ich wusste das gar nicht. Ach so. Das ist direkt voll paranoid, dass hier irgendwas ist. Ja, okay. Okay, easy, easy. Krass, wir zocken einfach in unserem Kinderzimmer. Ja, Mann. PlayStation 1. Ist so. Geh in den Ding rein. Warst du schon? Warst du gar nicht. Ja, doch, da war ich. Ja, okay, okay. Oh, das ist ein Fernseher. Nein, nein. Ein Coin verkackt. So. Ey, da liegt eine Leiche, Digga! Wo kommt die her? Wer hat die getötet? Eben war doch nur ein Fernseher da. Ey, hier geht irgendwas ab, Mann. Oh oh. Ist nicht nur so ein harmloses Fernseher. Da ist der Kollege von eben draußen. Hat sich bewegt? Oh, die Musik wird doch verfluchter. Ja, Mann. Ich kann schon mehr rein, ich kann schon mehr rein. Ist abgeschlossen. Und der hat sich bewegt, bevor ich ausgehört bin, der Typ unten. Oh, shit. Boah.
Irgendwie habe ich schon mal so ein YouTube-Video gesehen über so Mario Kart, das war auch so creepy irgendwie. So Mario Exe. Ja. Sonic Exe haben wir gespielt. Ach so, das war crazy. Auch gezockt, ja. Das war auch so ähnlich. Ey Leute, das wird doch gleich richtig creepy, glaube ich. Ah, 8 Coins. Ja, aber 8 Coins, alle Coins. Let's go, let's go. Ist die Musik nochmal verfluchter geworden? Mhm. Kurz mal umgucken im Zimmer. Okay, alles normal. Alles easy. Oh, man kann jetzt auch hier hüpfen. Oh. Okay. Kommst du rüber? Achso, du kannst einfach rübergehen. Nee, ich kann nicht rüber. Bin ich? Voll wenn, aber es nebenan. Ist das Haus? Ich glaube. Nee. Doch, doch, was ist das? Achso, das ist das sogar. Man sieht dich schon so die. Ah, okay, okay. Leute. Ganz crazy. Ganze Nachbarschaft hier ausrauben? Ja. Wow! Alter! Oh mein Gott. Jo! Wer ist da? Was? Alter. Boah, ist das gruselig. Krank ist das, Leute. Krank. Bruder, will er nicht die Tür zumachen? Ja, vorher kannst du sie zumachen? Ey, ich klick auf die Tür, Bruder. Ich will sie zumachen. Kannst du mal ran, zoom ran? Ich kann nicht. Okay. Alter. Oh, will er jetzt so weiter zocken? Ernsthaft? Bruder, er will mit Tür offen weiter zocken? Bruder, das Poster bewegt sich 100% gleich. Ich weiß nicht, das ist so krank. Oh. Ey, ist das. Ey, ist das creepy auf eine andere Art und Weise? Ja, ne? Mann, das ist krass. Sehr interessantes Game. Ganz krank. Du bist eigentlich konzentriert und. Oh, das flackert. Jo. Oh. Was war das? Da war da irgendwas. Das Licht hat geflackert. Ey, ich hätte durch das Flackern hätte man da gesehen, was da ist. Boah, das ist gruselig. Ja, Mann. Ja. Und die Musik hat ja auch aufgehört, ne? Ja, es hat auch einfach aufgehört. Jeff Klogan oder was? Kannst du auch hinter dir gucken? Nee, nur okay, bis hier. Okay. Stabiler Joystick, Alter. Ja, Mann. Ey, wo ist die fröhliche Musik? Ich will mich ablenken. Er zockt wahrscheinlich um 3 Uhr nachts. Ja, Mann. Oh. Halt. Wo? Hey, wir sind in irgendeinem Haus? Jetzt los. Ich will mal testen, ob ich zurück kann. Ja. Warum geht der so komisch? Ich gehe wie ein Zombie. Wo? Wurde geprankt? Ey, guck mal hier! Blut! Oh, shit. Creepy Level auf einmal. Leute. Oh, oh. Was läuft hier? Sind wir das? Oh. Waren wir das? Sollten wir das sein? So. Ey, das ist so creepy, Digga. What? Okay, das war jetzt hier nur. Oder da war was hinter dir. Was? Irgendwas war da in der Ecke. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's ganz bisschen gesehen. Boah. Ey, ich wusste nicht, wo ich hingucken soll. Jetzt hier oder hier? Oh, shit. Boah, ey, krass, Mann. Hä, wiederholt es jetzt? Ne. Geht weiter, Bro. Blutfitzen sind da. Oder ihn juckt aber nix, ne? Ich kann gar nicht mehr rein. Warte, ist da Blut auf einmal auf deinem Fernseher? Oh! Yo! What? Ist überall Blut? Yo! Einfach unsere PS1 ist voll. Nein! Ey Leute, es wird immer intensiver. Ja, wir müssen weiter zocken. Ich kann hier gerade gar nicht mehr rein. Wir sind im Spiel drin. Oh oh. Kürbiskopf? Alter. Kürbiskopf? Was bin ich denn hier für eine Gestalt? Ein Kürbis auf Kopf, Bro? Ja, aber im Kürbis! Eben noch ein Game gezockt mit Kürbis, aber okay. Ey Leute. Wieso habe ich das Gefühl, dass diese Gestalt gleich bei uns ist? Ja, Mann. Ja. Jetzt mal Zwischenstand. Alles easy. Alles easy. Ja, aber wir gehen wie ein 80-jähriger alter Sack. Oh oh. Wer ist der, Bruder? Wer ist ihr denn? Jo, du gehst auf jeden Fall ins Gym, ne? Unsere Eltern. Jetzt gucke ich hier. Unsere Eltern, geht's ihnen gut? Warte! Du bist der Typ! Ich bin das? Geh mal einen Schritt! Wir hören das in Real Life! Ich höre mich selbst! Ey, vielleicht sehen wir uns ja gleich mit dem Joystick, sind Alter! Ja! Wir sind der Typ! Wir sind das, Mann! Wir
spielen wir uns selber. Das kommt immer näher. Oh, oh, oh. Ey, wir kommen näher. Oh. Boah. Fokus bleibt stehen. Ey, dann sehen wir uns wieder. Ja, Mann. Yo, wir spielen unseren eigenen Tod, oder was? Das wird intensiv. Aber ich werde uns nicht töten, niemals. Ey, wenn wir da jetzt gleich von der können wir uns befreunden mit dem. Alter! Was zum Outlast, Bruder? Was zum Outlast war das? Replay. Crazy Game. Krankes Konzept, Alter. Krank, Alter. Krankes Konzept. Ich hab mich auch so gedacht, wir sehen uns da mit einem Controller im Fernsehen so auf süß. Echt? Aber wenn man ein Spiel spielt. Alter. Im Spiel. Das war jetzt echt interessant. Ja, Mann. Crazy, Mann. Daumen hoch für mehr solche Games. Fetten Daumen hoch für mehr solche Games. Geiles Game, wildes Game. Mann. Leute, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um kein Bild zu verpassen. Yes, Leute. Wenn ihr wollt, checkt gerne unseren Merch-Shop ab. Link in der Beschreibung. Gönnt euch was Kuscheliges, Leute. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace. Krasses Game. Geiles Game, Alter. Echt krass, ey. Was ganz anderes. Ja, Mann, richtig creepy. Ja, Mann. Okay, nice. Jetzt haben wir noch zwei Minigames. Diese zwei. Bam. Am Stissel. Let's go, let's go. Rein in die Masse, Digga. Rein in the mass, man. Let's go. Ja, crazy, Mann. Also das, ihr seht, ich liebe diese Abwechslung. Ne? Mal das, mal das. Immer was anderes. Aber Fortnite kriegst du einfach die Krise. So. Okay, bist du ready? Ja, Mann. Wer ist es? Ist jetzt bei den drei Random Horror Games. Wir machen das Intro dafür. So, letztes Mal hatten wir, glaube ich, vergessen. Okay. 3, 2, 1. Peace, Leute. Was geht ab? Das ist Kelvin. Ich bin's, Marvin. Und heute drei Random Horror Games. Yes, Sir, Leute. Wir starten mit Missing Salesman, der vermisste Verkäufer. Ja, Mann. Klingt interessant, wir haben ja immer nicht gespoilert. Ja, Mann. Rein ins Ungewisse. Miesen Daumen hoch für mehr drei Horror-Games, drei random Minigames. Da kommt mehr davon. Yes, Sir, Bruder. Und würde sagen, rein da. Lego, Lego, Lego. Willst du Abwechslung und dann ich wieder danach? So, Bro. Ich habe ja eben die ganze Zeit gezockt. Du bist dran, mein Freund. Du lässt dir die Butter nicht vom Brot nehmen, ne? Du bist dran, mein Freund. Das ist auch hier. Schuften. Ja, ich war ja eine Stunde Game eben. Ja, Mann. Muss ich halt leiden. Halt eben, es geht. Hey, das sieht irgendwie voll ähnlich aus, du nebenbei. Ja, stimmt. Stimmt echt. Oh, wir sind wieder auf den Streets. Oben, Tasks, das sind unsere Aufgaben. Oh. Leute, wieder wilde Grafik. Bushaltestelle. Bushaltestelle. Das ist echt fast wie eben, das Game. Das ist davor sogar. Ah. Endlich bin ich nach Hause gekommen von der Arbeit. Am Schuft. Da war nichts zu essen zu Hause, also sollte ich in den Store gehen. Okay, wir gehen in den Store. Kauf Pizza. Oh, Pizza. Gerne. Cheat Pizza hört sich gut an. Eine saftige, fettige Pizza. Schöne Mission, fetten Cheat Day zu machen. Miesen Cheat Day, Leute, wir kommen von der Arbeit nach Hause. Nichts zu Hause leider, wir haben nicht vorgesorgt. Deswegen müssen wir jetzt los eine Pizza holen. Aber welcher Pizzaspot hat zu spät? Ja, ne? Vielleicht. Tiefkühlpizza bei der Tanke. Oh, ja, stimmt. Aber eine Pizzeria so spät? War eigentlich die Rede von der Pizzeria, ne? Hm. Ja, guck hier. Bei uns wäre es der Mc's wahrscheinlich. Schöner Store. Aha, ach so, Supermarkt sogar, krass. Oh. Okay, 24/7 oder 24 Stunden, oh. Immer so. Ja, aber diese Läden. Nimm die Pizza aus dem blauen Freezer. Das kannst du ihn ansprechen, auch, Bro? Achso, ich muss jetzt mal die Pizza, glaube ich, nehmen. Aus der, ah, da, aus der blauen Truhe. Ah, yeah. Hey, für die Pizza, wo ist die? Drück mal, ey. Achso. Oh, die liegt da einfach so trocken. Einfach trocken. Einfach offen, hä? Einfach offen mit Fusseln. Bar. Kriegen wir Rabatt wegen den ganzen Fusseln und so? Wegen den ganzen oder können wir umsonst mitnehmen oder warum liegt die hier so? Hallo, ich würde gerne eine Pizza kaufen. Guten Abend, sicher. Das wären dann $10. Schau mal, Preis für eine Pizza, die... Eine Pizza, die offen da rumliegt, 10 Euro? Die ist zwar groß, aber 10 Euro, voll gejackt. Außer da hat jeder dran gepackt, was ist das? Okay. Ganz trocken. Danke dir fürs Kaufen. genieß den Abend. Voll doch. Zufrieden steht. Geh nach Hause. Ja. Oh, hallo. Nein, nicht schon wieder. Gleich an dir noch. Okay. Ganz zufrieden. Er ist zufriedener Verkäufer. Ja, Mann. Er liebt seinen Job. Und Leute, damit noch mehr Fussel draufkommt, tragen wir die natürlich offen jetzt zurück. Ah, hier geht's zurück, ne? Ab nach Hause. 5 cm Pizza. Oder da ist noch vielleicht eine ganz fein dünne Folie, man munkelt. Kann auch sein, ne? Vielleicht ist eine Folie drum. Ja. Wir hoffen es auf jeden Fall. Aber eigentlich, die Bakterien sterben beim Backen sogar auf. Auch noch. Theoretisch. Die wird dann also ist trotzdem eklig irgendwie. Die lassen wir dann bei 300 Grad genau.
300 Grad, dann müssen die Bakterien eigentlich wegbrennen. Ja, Mann, dann passt das. Dann geht das. Ey, wir kamen einfach von hier. Wo ist das? Stimmt, wir waren an Bushaltestelle. Vielleicht muss auf Bus warten. Wo ist denn unser Zuhause? Leute, wo wohnen wir überhaupt? Ach, hier geht's nicht. Oh, ah, was ist die andere Richtung? Einfach ach so, ich kam von da. Ach so, wir sind auf Richtung zu unserem Zuhause. Wir waren schon auf Kurs. In den Supermarkt gegangen, weil wir wussten, wir haben nichts zu essen. Okay. Ich dachte auch, jetzt wir kommen. Also wir waren zu Hause und gecheckt, okay, wir haben nichts zu essen. Würde eigentlich so eine normale Margherita, so ganz basic, normale Größe bei einem guten Pizzeria 10 Euro kosten? Boah, mittlerweile? 7, oder, okay, mittlerweile echt. Ich glaube wirklich 8 Euro 7 oder so. Euro? Früher war 4 Euro, weiß ich noch. Boah, echt? Eine gute Pizza. Eine schöne Margherita, 4 Euro. Boah. Mittlerweile 8 Euro, safe. Mhm. Krass. Safe. Also die ist ja schon wirklich groß, aber normale mittlerweile, keine Ahnung. Guten 10er, ne? 7 irgendwas. Mit Trinkgeld 10 Euro bist du dabei auf jeden Fall. Leute, wir suchen jetzt unsere Wohnung. Oh, da ist unser Haus auch schon. Direkt neben dem Supermarkt. Ganz optimal. Praktisch und so. Optimal. Ganz friedlich wohnen wir hier. Schöne Wohnung, jeder kann reingucken. Oh, und rein da. Oh, ich hab wieder ausgesperrt. Ups, die Tür kickt mich weg. Okay, wir sind drin. Geil. Wild. Klatsch Pizza auf Teller. Ganz trocken. Und isst die. Oder wie eklig. Wir holen die aus dem Tiefkühlfach. Klatschen die da hin und essen die kalt. Alter. Voller Bakterien. Ist so. Bro. Und direkt Schlafenszeit auf Top. Direkt. Ey. Oh. Geh schlafen. Ich dachte schon, das ist ein roter Raum jetzt. Oh, oh. Ach, LEDs. Oh, der Verkäufer. War das der Verkäufer? Bruder, war das der Verkäufer? Du warst doch eigentlich voll der friedliche Dude. Was ist mit dir passiert, Bro? Alles Möbel stehen hier. Unsere Möbel. Wer bist du denn? Frankenstein, was machst du da oben? Wo warst du? Ich bin du. Was meinst du? Ganz wissen. Das ist der Weg, du wirst es bald merken. Oh mein Gott. War das ein Albtraum? Ich glaube, ein Albtraum, oder? Also, nee, geh schlafen. Wir gehen jetzt mal schlafen. Das war echt? Das lassen wir sacken, Leute, ne? Das können wir so nicht stehen lassen. Jo. Erstmal schlafen. Schlaf. Erstmal sacken lassen. So. Okay, dreckige Wäsche in den Wäsche. Erstmal haben wir uns eingepisst. Das kommt jetzt in die Waschmaschine. Ja, aber wir haben es mies eingeschissen. Ja, Mann. Deswegen müssen wir unsere Wäsche waschen. Ah, ja. Stabil. Nice Crib. Ja, Mann. Klatsch rein. Nimm Toilettenpapier in den Toiletten. In die Toilette. Ach so. Ach, separat. Nice. Oh. Scheißhaus. Wie gehen Beste. Das? Geh zum Store. Oh, ganz müssen wir wieder einkaufen. Ganz trocken einkaufen, nachdem wir. Wir stellen den Verkäufer ja, zur Rede. Was war das? Was war der das safe? Ich konnte es nicht ganz erkennen. Der sah auch noch genauso friedlich aus. Wir müssen ihn zur Rede stellen. Aber in Creepy-Version. Ja, Mann, wir fragen jetzt, was da los war. Was zur Hölle? Und wenn er ein Ehrenmann ist, kriegen wir die Pizza jetzt umsonst. Also die Entwickler haben, glaube ich, das Mindset, trockenes Game. Es soll trocken sein. Auch keine Musik, ne? Hey. Es ist geschlossen. Oh, shit. Oh, zu spät? Warum? Ist was passiert? Der Verkäufer konnte nicht zur Arbeit. Deswegen muss was mit ihm passiert sein. Ja, der war bei uns, Alter. Bei uns, ne? Okay, ich komme. Aber nicht geträumt, ich komme später zurück. Krass. Guck nochmal zu. Ja, der Tür, selber da steht. Er ist echt weg. Oh mein Gott, und wir haben den gesehen. Er chillt bei uns einfach. Statement. Wer ist er? Ersatzarbeiter oder was? Du. Statement, Bro. Bester Kopf. Sein Bruder einfach. Krass, ne? Bruder, das Zettel. Vermisst. Echt trocken, ey, vermisst. Nicht, ey. Ganz trocken. Oh shit, wer hat das da hingelegt? Voll hingeklatscht. Okay, wir gehen nach Hause. Wir müssen nach Hause. Minecraft Clips mit 5 Euro. Vielen Dank. Dank, Bruder. Herzlichen Glückwunsch, Team. Ihr seid die Besten. Oh shit. Was? So. Ihr seid die Besten. Danke, dass ihr einen großen Teil meiner Kindheit geprägt habt. Ehre, krass, Bruder, Ehre. Freut uns sehr, Mann. Freut uns sehr. Vielen Dank. Danke. Ey, voll die Hände. Was ist das? Hände? Oh. Will er seine Pizza zurück oder was? Ey, überall seine Bilder? Kann man gar nicht aufheben. Überall sein Kopf? Leute, also auf jeden Fall ist der hier der
Main-Charakter, ne? Wir wollen nur nach Hause, Alter. Was dreht der durch war jetzt? Eigentlich so der unauffälligste Typ und jetzt geht's nur um den. Ist einfach Star. Oh, Frankenstein. Oh, wieder diese Figur. Slenderman. Oh, da liegt jemand. Gott. Vor unserem Haus. Nein. Wir waren's nicht. Ist das der Typ? Nein, er liegt da. Ich glaub, der liegt. Nein. Wer ist es? Er ist aber immer noch zufrieden. Er ist immer noch zufrieden. Er ist in Frieden gestorben. In Frieden. Der ist ab in den Himmel. Bei seiner Lieblingsbeschäftigung bei der Arbeit gestorben. Ich hoffe, du hast es noch genossen, uns die letzte Pizza zu verkaufen. Sieht auf jeden Fall friedlich aus. Er ist in ehrenvollen Tod. Ehren, rest in peace. Digga. Verkäufer, Bro. Oh, shit. Wer ist das? Das ist nicht da so liegt gut. Eine Waffe, Bro. Boah. Hey, da ist ein Zettel. Mein Name ist Bob. 27 Jahre alt. Ich bin schizophren. Ich bin müde. Ich bin müde, so zu leben. Ich denke, ich habe den Store-Typ gekillt. Ich glaube, die Realität ist eine Illusion. Ich kann nicht von Realität und Dings unterscheiden. Dann das Datum. Und heute töte ich mich selber 2016. Boah. Aber warum in unserer Wohnung? Was haben wir denn mit zu tun? Bei uns? Ja, Mann. Warum sind wir der Hotspot hier? Was will Bob bei uns, Alter? What the hell? Was ist das? Wir waren Bob. Wir sind das. Oh, er meint doch erst wir. Wir sind Slenderman. Und wir haben den Typ auch umgebracht irgendwie. Alter. What the hell, Alter? Leute. Crazy Game. Was haltet ihr von diesen verrückten Games? Fetten Daumen hoch für mehr davon. Ja, Mann. Ab zu Next Random Game. Next. Krass, ey. Witziges Game. Lustig, Mann. Slazy Bad 2, Schweiz auf Franken, Bruder. Vielen Dank, Bro. Jungs, was geht? Es gibt einen neuen Teil von Pixor Lava. Alter, da Pixor war wild. Schreibt ihr auf, Pixor, Bruder. Pixor stark, Bro. Ganz wild. Also, Leute. Stark, Bruder. Ich versuche mir sofort auf. Games. Okay, jetzt noch ein Random Game. Genau. Genau, Rental. Pixor war wild. Ah, Steam war das, ne? Crazy, Mann. Oh, wieder ein spanisches Game. Ja, Mann. Letzte Game jetzt. Okay, ist nur Englisch. Let's go. Ne, den Traum haben wir schon gemacht. Ah ja, ist ein Minigame. Ja, Mann. Gleicher Supermarkt wie gestern. Ja, Mann, wie bei Tiki Tiki. Der war wirklich gleich. Ja, das wollte ich auch noch sagen. Mann, ist die gleiche Entwickler? Oh! Leute! Wer kennt den Pedobus? Rente! Offizieller Pedobus-Sound. Verdammter Pedobus, der verfolgt uns einfach. Hey, Junge. Dieser Bus verfolgt uns. Egal ob der weiß, schwarz hatten wir auch schon, einen schwarzen heute. Bus. Oder blau. Was ist das? Verfolgt uns einfach in jedem Fall. Jedem Spiel, Alter. Kommt dieser Bus wieder, Alter. Was ist das? Was ist das? Kann doch nicht erlauben. Ist doch nicht erlauben, Leute. Let's go. Ja, rein da. Go. Mein zukünftiges Auto, Bruder, bitte nicht. Außer das Großfamilie, dann ist okay. Ja, oh shit, Teletubbies? Ah. Ja. Sind am Start. Passend zu dem. Okay, ich glaube, du kannst gehen schon. Ach so, ich bin so eine Mann, Figur, Leute. Bist du, Bro? Mickey Mouse? Du bist so Mr. Lol, Hobbs Playhouse gleich. Spielen. Wer seid ihr? Mr. Hobbs haben wir sogar gespielt. Es gibt drei Teile. Did you wanna spielen? Nein. Oh, die sagt nein. Voll den Korb bekommen. Okay, die Eltern jetzt auch. Ne. Die Tür ist offen. Könnte der Rentalmann schon da sein? Okay. Nicht so gesprächig, die Herrschaft. Was denkst du, Umi? Es ist nicht zu schäbig. Okay, step rein, euch. Animal Crossing. Voll die Grafik. Wir sind eine Familie. Er hat die Tür zugemacht, hey! Oh. Hey, wir wurden eingesperrt? Was geht ab? Öffne die Tür. Ich bin... I'm the one inside. Ich bin drin. Will keiner aufmachen? Okay. Ich sollte das Dental Rentalman finden. Ich sollte den Typ finden. Okay, wir suchen Dental Rental the Mental. Erstmal abchecken. Ach, einfach Gegengang. Das ist einfach Animal Crossing Horror Game. Ganz krasse Küche hier. Okay, ich sollte Dental Rental Rentalman finden. Okay, mal guckt rum. Ich werde diese,
dieses Auto mir eines Tages kaufen und das damit verfolgen. Digga, da laufen wir mit dem Soundboard hier rum, Alter. Mit Lautsprecher dann, ey. Ich hätte Angst vor diesem Auto, Alter, wenn das mich verfolgt. Okay, alles, was man anklickt, kommt nur das Statement. Vielleicht, was schwebt da eigentlich? Was ist das? Ist jemand reingekommen? Oh. Hast du die Tür gehört? Ja. Ach, die ist zugegangen. So, so unsere, okay. Okay. Tschüss, wie viel Zimmer dieses Haus? Oh, okay, Badezimmer. Okay, wir suchen diesen Typ. Okay, wir suchen den einfach nur. Oh, fancy. Oh, da ist was. Okay, wir sollen ihn finden. Wir sollen nur den. Wow. Oh, da ist er. Rentalman, wie bist du rein? Hast du mich draußen schon gesehen? Der hat einen Anzug an, ne? Ich bin hier gefangen für Wochen, Monate. Ich weiß es nicht mehr. Oh. Okay, ist hier die ganze Zeit draußen drin? Draußen war ja eine Oma. Sie haben die alle Dreck am Stecken. Ich brauche die Schlüssel. Meine Eltern sind da. Vergiss deine Eltern. Du wirst sie nie wiedersehen. What the hell? Wir sind doch nur in so ein Haus gegangen. Und jetzt ist das Ganze... Außer was? Außer du wirst ein Ritual mit mir vollführen. Dieser Platz ist verflucht. Jo, der will Ritual mit uns machen. Krass. Ja, das ist... Das, ja, nur das? Erkennst du... Oh, I'm so helpless. Ich bin ein hilfloser Mann. Aber du bist ein kleines Mädchen. Wer könnte es besser tun? Du musst einfach die Artefakte finden. Es ist, lass mich sehen, 6 Kreuze. Okay. Eine Frau hinter Gittern. Ein böser Typ, nicht ich. 3 Kerzen. Und dann... Lol. What the... Was ist denn jetzt? Wait. I think you should know. Gentlemen. Okay, du solltest es wissen. Hä, was denn? Da ist irgendwo ein geheimer Raum. Ich weiß nicht, wie ich ihn beschwöre, aber... Eines... Aber irgendwas ist da drin wahrscheinlich. Viel Glück. Okay. Okay. Dann finden wir das dann auch hier anscheinend. Okay, auf jeden Fall 6 Kreuze, 3 Kerzen irgendwie. Aber was sind da Gittern? Sleazy mit 2 Schweizer Franken, vielen Dank. Bro. Danke, Bro. Game Name Pixar Human. Easy, stark. Stark, Mann. Schau ich mal auf. Ich glaube, da ist ein Kreuz sogar. Let's go. Das war einfach Found Cross. Okay, 6 davon, glaube ich. 3 Kerzen. Okay. So, Human. Okay, und es gibt irgendwo einen geheimen Raum noch. Ja. Der spawnt irgendwo oder man muss irgendwas dafür machen. Okay, Sackgasse. Ich wundere mich, ob 90 DF an ist. Aber TV sieht fusselig aus. Ey, da kommt jemand rein. Wir haben Schlüssel gefunden. Oh, du musst alles durchsuchen. Ich kann jetzt auch alles anklicken auf einmal. Stimmt. Auch das Bett und alles. Oh, Leute, jetzt können wir looten. Ich wünschte, ich könnte schlafen. Ja. Ich check einfach alles ab, nichts davon. Oder die Türen gehen auch wieder zu. Amanda the Adventure hat viele Enden. Okay, check's mal auf.
Was damit? Ah. Er ist ein Mann, aber er sieht nicht sauer aus. Okay. So, Wohnung. Achso, eine Frau, aber die ist nicht hinter Gittern. Okay, hier war eine Menge. Mhm. Ist da irgendwas zu essen? Ich denke nicht. Nichts zu essen, leider. Klick alles an, ne? Überall, wo Fragezeichen ist. Vier Stühle. Mein kleiner Bruder sollte essen draußen. Okay, nichts da. Was da? Fenster. Sehen billig aus. Noch ein paar Becher und so. Achso, die kann irgendwas nicht erreichen. Vielleicht kannst du einen Stuhl nehmen. Wie nimmt ihr den? Okay, schade. Ansonsten war ich überall noch. Du meint oben, kann der nicht gucken. Hat der Gefühl schon was? Sonst guck mal in den anderen Raum, da war noch ein Gemälde. Da rechts. Da hinten. Eine random Frau mit Baby. Okay. Tisch. Jo. Was war das? Der Tisch schwebt. What the hell? Leute, verfluchter Tisch. Irgendwie kriege ich so Tamagotchi-Vibes, ey. Mhm. Textur sieht fleischig aus. Fantasien am Start hier. Da schon. Gehen wir weiter hier. Genau. Versuchen wir die Tür zu gehen. Was ist da drin? Oh. Oh, zwei Kerzen. Kerzen? Noch eine Kerze. Ritual oder was? Okay, wir müssen Stuff finden. Okay, also hier ist der Anfang, ne? Ja, zwei Kerzen rausgesetzt. Gehen wir ganz hinten durch. Achso, hier haben wir schon, ne? Genau, da haben wir auch Küche. Mhm. Wartet. Haben wir auch alles gelaufen? Hatten wir schon, ich glaube nicht. So, Waschbecken. Sie wascht ihre Hände. Hygienisch. Okay, scheiße, will die nicht gehen? Nicht. Kein Zeit. Wow. Ich fühle mich nicht gut. Digga, der Raum ist verflucht, offiziell. Kannst du da oben dran? Ich brauch dir hier einen Stuhl, ne? Da war ein Fragezeichen. Okay, die kann es auch nicht erreichen. Aber was können wir da hinstellen, damit sie gleich mal nach Stuhl gucken. Hä, hey, da ist ein kleiner Hocker. Ah, hier ist ja ein Hocker. Ich kann das benutzen. Oh, nice. Okay, nice. Erstmal da checken oben. Oh, Leute, jetzt. Da ist nix. Okay, jetzt noch mal in der Küche. Da war auch oben ein Schrank. Oh, oh. Wow. Da hat er deine Ecke. Oh, zurück. Da gehen wir mal in die Küche. Irgendwas verfolgt ist. Ein weiter noch. Da links. Genau, da oben dieses Ding. Das Holzding. Genau. Ein bisschen weiter noch. Ja. Okay, wir haben benutzt. Oh, noch ein Kreuz. Kreuz. Alles fürs Ritual. Okay, wie viel hatten wir jetzt? Boah, was will er von uns? Teddy da oder so. Wir haben beobachtet. Was will der? Ah, da oben kannst du die Dinger jetzt auch noch angucken. Hier, du konntest es eben schon. Okay. Nein, nicht. Okay, check die anderen Räume noch. Also weiter, weiter, weiter. Einmal da links. Okay, keine Zeit für Nap. Was mit dem Schrank? Oh. Irgendein Amulett. Hilfe. Das noch ein Bild. Und der Schrank. Oh ja, das war eins. Okay, kann ich nicht benutzen. Check mal den Schrank. Der ist schade. Das war Bett. Aha. Schlüssel benutzt. Klamotten, 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 oh, noch ein Kreuz. Wir haben Schlüssel benutzt. Haben wir einen Schlüssel irgendwo?
Ich glaube, wir haben mal eingesammelt. Ich habe aber auch nicht mitbekommen. Okay. Okay, haben wir. Oh shit, Bruder, der wird immer größer. Das werden wir gepackt und aufgefressen. Okay, müssen wir uns fragen. Ja, Mann. Okay, da hatten wir alles, glaube ich. Ne? Oh. Die meint, sieht aus wie ein guter Platz, um sich zu verstecken. Oh. Aber wie können wir jetzt hier rein, oder? Hier muss ich jetzt, ne? Ja. Vielleicht gleich. Ja. Können wir uns merken, ne? Okay, merken. Schlafzimmer. Und letzter Raum. Mal da noch. Ja, Mann. Okay, nur Klamotten von ihrem Vater. Kein Nap. Oh oh. Kannst du ja nicht bewegen. Da ist noch ein Bild von Jesus. Okay, der sieht sauer aus. Okay, wir haben den sauren Typen gefunden. Step mal raus. Geh mal weiter den Flur. Hier war noch eine Sackgasse. Ah, ne, das ist ein Bild. Oh, das sieht aus wie. Frau unter Gittern. Yes, sir. Ja. Yes, sir. Perfekt. Okay, kannst du da rechts noch? Geh mal ganz hinten durch und dann versuchen wir rechts. Da geht's. Oh, oh. Da geht's echt nicht lang. Warte ganz kurz, ich will noch. Geht's nicht, ne? Ah, ne, geht der ganz. Zurück. Ich wollte nur. Genau, geh mal hier durch. Okay. Okay, wir haben das, ne? Okay, können wir jetzt raus? Gehen wir in die Ausgangstür wieder. Oder müssen wir es noch bringen irgendwie? Gucken mal. Ich muss den Stuff finden. Oh. Was will der die ganze Zeit? Okay. Okay, wir werden was übersehen. Geh mal zum Tisch, vielleicht musst du da die Sachen hinlegen. Okay, der Tisch macht verrückte Geräusche. Also, ne, die meinten, irgendein Ritual müssen wir machen. Ja. Ich guck mal, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Ich glaube, da hatten wir alles. Was ist mit ihm? Was ist das? Ich frag mich auch so. Ich gucken kurz. Nicht, dass der uns verpackt, ne? Okay, ich suche alles ab in den anderen Räumen noch. Ich guck mal, ob ich was finde. Gleich im Schlafzimmer noch beim Fernseher da. Ja, man, der Fernseher, da könnte irgendwas offen sein. Mhm. Was mit dem Schrank da? Vielleicht gibt's da irgendeinen Sender. Die Fernbedienung, ey. Ja. Achso, es gibt noch irgendeinen geheimen Raum. Findet man den? Der ist ganz hinten am Flur. Ich weiß, wie der den geöffnet hat. Geh mal den Flur durch, da ist da eine Tür. Wir müssen irgendwas aktivieren. Da, da ist die Tür dann. Oh. Wir müssen die irgendwie aktivieren. Okay. Irgendein Geheimhebel oder was hier? Ja, Mann. Okay, bei ihm ist sie schon da. Ich hab echt alles abgesucht. Ja.
Na da. Da in die Mitte links. Genau da ist die Tür, wo der steht eigentlich. Mhm. Gehen wir da also die Mitte rein. Hast schon da. Na, da haben wir schon. Haben wir beide, Bruder. Okay, wie hat die Tür aufbekommen? Schön fett gemacht und aufmachen. Schön. Ja, Klassik. Tür, komm her. Noch eine Sache oder so, ne? Mhm. Also müssen wir irgendwas aktivieren, dann kommt diese Tür. Irgendein Hebel oder so umlegen, ne? Jetzt die Tür bei dir auch da auf einmal. Was sind das schon? Wir haben die. Das Monster war da im Flur und dann war die Tür da. Wir haben die Säcke die Tür da an den Start bekommen, ja. Oh! Geh nochmal zu der Fleischcouch, ja. Da ist irgendwas drunter noch. Oh. Ich glaube, muss alle Sachen finden, genau. Da. Nice. Oh. Kerzen. Okay, wir haben, glaube ich, alles. Was hat die geschrieben? Haben wir vergessen, Leute. Okay, geh durch, geh durch. Die Tür ist da. Die Tür ist da. Eine Sache hatte gefehlt. Okay, wir haben jetzt alles. Oh, oh. Hey, geh weg! Was hat's mit dem auf sich, ne? Die ganze Zeit, ey. Geh durch, Bro. Aber Leute, das sind ja auch random Games. Ja, Mann. Das sind sehr random. Ja, Mann. Across the Rental House. Lol, warum bist du schnell? What the hell? Hä? Seh ich mich selbst? Hä? Jo. Leute. Ach so, ich muss jetzt um. Was? Achso, du bist ein Geist oder was? Was hey. Zum? Was ist das? Okay, jetzt wird's sehr random, Leute. Mal geh aus dem Weg. What the hell? Ey, ich lauf mir selber passiert da? Ins Face. Nein, lauf. Aha, ich kann da nicht wieder hin. Ist ein Spiegel oder so? Ich muss dann immer umdrehen. Achso, du darfst dich nicht selber. Geh da rein, links. Ja, jetzt rechts. Hä? Oh mein Gott. Oh, da sind ganz viele Spiegel. Ah, das sind Spiegel, geh rechts. Da muss ich so lange, dass ich nicht sehe. Ja, das sind Spiegel. Ne? Okay. Lol. Wo bin ich? Da ging es wohl nicht lang. Geh links. Rechts. Rechts. Ja. Da so. Jetzt gucken, wo keine Spiegel sind. Rechts. Einfach Labyrinth. Ja, mal Labyrinth. Ja, jetzt macht es natürlich Sinn, ne, mit dem Spiegel. Oh, Spiegellabyrinth, Alter. Boah, ist nochmal härter, ne? Ist der von Labyrinth nur mit Spiegeln? Wenn du läufst, auch gar nicht klar, verrückt. Alter. Da ist ein Kreuz. Okay, noch zwei. Oh. Okay, wir müssen die Kreuze finden. Das ist die Mission. Bist du noch auf Kurs? Ja, oder eher da lang, oder? Ne, hier gehe ich glaube ich zurück. Ja, ich bin auf Kurs. Ah, du kannst rechts oder links, glaube ich. Ah, ne. Ja. Jetzt lange komme ich durcheinander. Ich weiß jetzt nicht, ob links. Jo. Da rein, da rechts. Oh. Nennen. Rechts. Links. Rechts. Ich weiß nicht, ob du jetzt einmal schon umgedreht hast. Ja, das ist das Ding.
ob ich das einmal eingeschissen habe. Oh, Bro, du gehst immer zu Spiegel. Was heißt? Oh shit, da gibt's zwei Wege. Oh, da hinten ist ein Kreuz. Ja. Okay, noch eins. Drück E. Okay, ein Kreuz noch. Das geht natürlich nicht. Ja, Mann. Boah, was zur Hölle passiert hier? Oh, aha, Tür. Okay, wir brauchen noch ein Kreuz, dann können wir durch die Tür. Okay, haben wir schon mal Ausgang gefunden? Ja. Step da links. Okay, gleich diesen Weg dann einfach noch zurück. Hat mir selbst einen Jumpscare gemacht. Rechts. Hä? Warte. Links. Warte. Hä? Hä? Sackgasse? Oh, eine dicke Sackgasse. So. Das ist eine Sackgasse. Krass. Hä? Lass mich mal nach links. Was ob da eine Sackgasse ist? Okay, dann muss ich doch da lang. Warte, die Tür. Ja, von da kamen wir ja dann. Ah, da war da. Okay, wir müssen ja noch suchen, das heißt es ist nicht in der Nähe, aber krass. Okay. So, okay. Crazy. Da haben wir. Ich glaube, da war das geblinkt. Echt? Oder doch nicht? Ich glaube, es war mitten im Labyrinth dann. Da war eins in der Mitte. Labyrinthe! Kreuz neu. Warte, ist da links auch noch ein Weg? Da ist auch noch ein Weg. Ja. Ich weiß, ob wir da jetzt schon waren oder nicht. Ah, die machst einen miesen Cut auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Digga, ist ein bisschen trocken. Komm, wir finden das, Bro. Geh durch, Junge. Ja, ich will das Kreuz nicht so ärgerlich, aber da ist es doch, Alter. Endlich. Ah, ist aber anders, das Kreuz. Ja, das Problem. Okay, jetzt versuch da wieder ungefähr zurück. Genau, da, ja, einfach da lang. Jetzt eigentlich den Weg folgen. Mhm. Und bei der Abzweigung dann rechts, wenn eine Abzweigung kommt. Zu der magischen Tür. Ja. Sackgasse. Sackgasse. Erstmal rechts, ja. Genau, da raus. Jetzt rechts. Ja. Oh, Abzweigung. Oh, es gibt zwei Wege. Genau jetzt da sind. Nein. Zieh durch. Ich glaube, wir sind gleich da. Mhm. Oh shit, Sackgasse? Nein, oder? Nein. Nein, Digga. Worst case. Leute, worst case, Verwirrung. Bro. Ich dachte, wir sind auf Kurs. Wir brauchen nur noch diese Tür, wir haben's. Ja. Geht dann einen anderen Weg. Weißt du noch, wo der war? Ja, ich brauch diese Abzweigung. Mhm. Da war das. Also. Nee, das ist nicht der Weg. So ein Spiegel. Ja.
Okay, da waren zwei Wege jetzt. Und links, ne? Ich glaube, wir kamen von da. Okay. Ich gucke jetzt aber nochmal links rein, ob das hier so eine Tür ist. Ne. Okay. Ich meine hier. Office. Hey. Sonst immer links oder immer rechts, Alter, bis die Tür kommt. Komm schon. Oh, wieder zwei Wege, ne? Ja. Aber es sieht gut aus, glaube ich. Aber ich glaube auch, jetzt hier links muss sie sein. Ne, rechts. Nein, rechts. Hallo? Da rechts? Bro, alles sieht gleich aus. Ja, geht, oh mein Gott, noch eine Abzweigung. 10 Abzweigungen. Genau, geh einfach. Na, ist eh eine Sackgasse. Geh da durch. Werden wir jemals das rausschaffen? Alter. Ja, nein, geh rechts. Geh da noch. Wo zum Henker? Hey. Ist das ein neuer Raum oder was? Ist zum ersten Mal gerade. Oh shit, Sackgasse. Ja. Komm schon bitte nicht, Digga. Boah, du musst jetzt immer rechts oder immer links gehen. Geh immer rechts jetzt. Ja, Mann, ich muss entscheiden. Geh rechts. Ist alles spät. Ja, fahr mal rechts. Durch, zieh durch. Immer rechts, 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 rechts. Alles spiegel, spiegel, spiegel. Mhm. Okay, kleine Sackgasse. Kurz verkraften die Sackgasse und weiter. Weiter, rechts. Zack. Digga. Das Random Game ist zu random für drei Random. Es ist zu random. Schon hart random. Das ist random, random, random. Wenn wir das so roh, aber ich bin richtig auf Kurs, oder? Ja, doch, doch, doch. Natürlich für YouTube-Video wird es gecuttet. Ne? Ja, man. Ihr müsst jetzt leider gerade leiden. Müssen selber leiden. Ich krieg ja auch gerade. Egal, ja, Konzentration. So. Mhm. Sonst. Hier ist sie, weiter, zack, weiter, weiter. Zack. Ah, geht weiter. Genau. Spiegel. Zieh durch. Ah, das ist so steif, dieses Game. Puff. Okay. Okay, man sieht eigentlich, wer spielt. Ja. Oh mein Gott. Endlich, Leute. Ja. Yeah. Oh mein Gott. 10 Jahre gebraucht für diese Tür. Okay, sie lässt sich wenigstens öffnen. Let's go. Geht doch. Okay, was zur Hölle? Was ist das? Haben wir dieses Ritual jetzt gemacht? Ja. Was beschwören wir hier gerade? Ey, ich kann mich gar nicht bewegen. Ich glaube, wir werden gerade beschworen. Muss ich irgendwas anklicken? Du musst irgendwas machen, du musst laufen oder so, lauf! Ach so! Geh, Bro! Lol, Mann! Das Game ist so random. Ja, Mann. Du denkst, du kannst nicht laufen, aber du kannst laufen. Da war ein Fragezeichen. Oh, ach so. Ja. Ah, das muss du musst Kreuz hinlegen. Da unten irgendwo. Genau. Mal da. Ach, die auch hier. Ein Fragezeichen da auch. Auch, ja. Okay, 6 Stück, ne? Klatsch alle hin. Okay, alle nebeneinander. In einem Kreis oder so. Schon mehr in der Hand? Ja, 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5 liegen, noch 1. Okay, ich kann das Ritual hier machen. Ich sollte den Stuff in einen Kreis legen. Okay, klatsch alles dahin. Okay. Geh einfach vom Kreuz in den Kreis. Kreis. Achso, ist er dafür. Dann geh so
hier lang. So ein Kreis und so. Du kannst die Sachen hinlegen. Genau. Da. Was beschwören wir jetzt hier? Okay, ich glaube, es kann zur Beschwörung gehen, ne? Okay. Alle random Sachen liegen da? Okay. Es geht los! Ich kann das jetzt heute machen. Okay, alles ist platziert. Jetzt werden wir so zu Hulk. Was soll ich eigentlich sagen? Der Typ ist einfach weggegangen. Stimmt, wir wissen gar nicht, wie das geht. Ja, ne? Okay, hier geht nichts. Was? Sie sagt das einfach. Piraki, Piraki, irgendein Ritual? Woher weißt du das? Sie hat kurz das Ritual durchgespielt im Kopf. Was war jetzt das Ziel? Was passiert mit uns? Oh, haben wir diesen Hasen beschwört, der uns die ganze Zeit angeguckt hat. Aus der Parallelwelt. Ich hoffe, er kommt einen guten. Hey. Mom, hallo? Erde zu Omi? Hört sich an, dass der Rentalman hier ist. Vielleicht holen wir alle Sachen. Wie auch immer, die Tür ist offen. Wir sollten checken gehen. Leute, die Verwirrung ist verwirrt. Okay, wir sollten reingehen, das Ende. Wie random soll es sein? Das hat alles gesprengt. Bro, was zur Hölle war das? Wofür die ganze Mühe? Bruder, wozu haben wir geschuftet? Dafür, dass wir da nochmal irgendwie mit der Mutter Junge, reden. Junge! Die haben uns verarscht, Alter. Das Game war ein Prank, Alter. Einfach nur ein Prank. Wo ist die Kamera? Bro. Wo ist die GoPro? Ey? Wo ist die Kamera versteckt? Was ist das für ein Spiel, Bruder? Ich bin gerade verarscht. Ich bin komplett verarscht, Alter. Ey. Bro, dass man sowas entwickelt. Das ist die Krönung, das oder? Ist crazy, Alter. Das ist absolut crazy. Leute, was das für ein... Alter. Das Witzigste an dem Spiel war einfach dieser Pedobus, Alter. Der Pedobus war das einzige Scheiße. Ja, Mann, Leute. Ach, auf jeden Fall. Daumen hoch, für weitere auch random Games, Leute. Genau, es gibt bestimmt auch mal coolere Random Games, aber das war genau. Jetzt sehr abgespeckt. Genau, das davor war nice. Ja. Und Patrick Snob kannten wir, war auch nice. Genau. Genau, das, aber das eine war am witzigsten mit diesen... Pizza. Ja, das Pizza. War echt lustig. Das war nice. Ein friedlicher Typ. Genau, Leute, welches Game hat euch am besten gefallen? Schreibt in die Kommis. Daumen hoch, den Kanal. Sowas. Aktiviert die Glocke, um kein Video passen. Checkt auch gerne unseren Merch-Up. Wenn Link in der Beschreibung. Ihr wisst Bescheid. Yes. Und Leute, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Peace. Nice, nice, nice. Leute, ich hoffe, ihr habt nicht so sehr gelitten. Ja, Mann. Das Game war echt das crazy. Das war echt hart, Alter. Bruder, ich hätte nicht gedacht, dass du... Du das musstest schuften in dem Game. Genau. Du kriegst einen Arschtritt am Ende. Ich hätte niemals gedacht, dass das so crazy Müll ist. Ach, ja. Aber ja, es gibt auch natürlich komplette Schrottgames. Ja, natürlich, natürlich. Yes, sir. Leute, wir sind erstmal raus für heute. Wir sind Donnerstag wieder am Start. Donnerstag wieder frisch zum Stream am Start. Yes. Ansonsten natürlich jeden Tag auf YouTube Brownies YouTube-Video. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid, Leute. Wenn ihr es nicht gemacht habt, checkt bei Calvin Marvin unser neuestes Video ab. Ja, Mann. Einen Tag lang gefastet. Ja, Mann. Aktiviert die Glocke, Leute, um keinen Stream zu verpassen. Am Donnerstag sind wir abends wieder am Start. Wie immer, Leute. Euch eine gute Nacht, Leute. Schlaft gut. Danke an alle, der da war. Peace. Peace.